Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, und ich begrüße euch alle recht herzlich hier. Wir haben es gleich 20 Uhr in wenigen Sekunden genau. Jetzt haben wir den Countdown erreicht. Hallo da draußen. Herzlich willkommen heute am 1. August 2019. Ja, der Juli ist vorbei. Und jetzt gehen wir in den August rein und heute Abend heißt es, ja, die Praxislehre des historischen Buddhas. Und da ist heute der Hans Gruber bei uns. Mal ein bisschen zum Ablauf der Sendung. Wir sind natürlich wieder interaktiv unterwegs. Das heißt, unser Telefon ist freigeschalten mit der Landeswahl 0043 für Österreich. Das ist das Festnetztelefon für Österreich. 720-518-19 und die 7. Und der Außenchat ist auch geöffnet oder kommt besser auf den Okitalk-Redeserver unter der Rubrik Okitalk-Download. Sucht euch euren Client aus von eurem Betriebssystem, Windows oder Mac oder Linux oder iPhone oder auch Android. Android, so sagt man dazu. Da findet ihr euch gut zurecht und ihr seid schnell bei uns. Ja, heute geht's in eine Lehre rein. Es wird wohl so sein, dass der Hans Gruber heute circa eine halbe, dreiviertel Stunde einen Vortrag heute hier hält zu seinem Thema. Und anschließend gibt es dann auch die Fragerunde. Hier im Studio heute Abend ist zusätzlich der Roman Reuter von CryptoTV. Der Jenne ist bei uns. Und wo ist er jetzt hin? Unser Daigoro ist da bei uns. Daigoro, auch bei uns heute im Studio. Ja, und somit würde ich einfach mal heute eröffnen und sage erstmal einen wunderschönen guten Abend zu dir, lieber Hans Gruber. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Klaus. Und auch einen herzlichen Gruß an alle Zuhörer. Freue mich, hier zu sein und bin gespannt. Ja, Hans, den ganzen Sendetext vorzulesen wäre ein bisschen viel. Ich kann gerne eine Einleitung machen, aber ich denke, das kannst auch du übernehmen, oder? Ja, ich werde am Anfang des Vortrags auch etwas zu mir sagen und dann erklärt sich das von selbst. Ja, erzähl doch mal, wer bist du, was tust du, was machst du? Ich meine, ich kenne dich jetzt schon etwas länger durch auch andere Sendungen. Für dich ist auch ein großes Thema in deinem Leben, so wie ich dich kennengelernt habe, auf jeden Fall der Buddhismus. Und ich bin auch selber immer sehr stark orientiert, was der Buddhismus so sagt. Die Lehre finde ich gar nicht so schlecht, so muss ich sagen. Ja, und wenn Menschen auch diese innere Lehre verstehen und leben würden, würden wir, so denke ich, auch nur gute, tolle Welt hier vorfinden. Nur die Realität sieht heute noch anders aus. Aber das Thema ist, denke ich, sehr wichtig und auch für bestimmt viele Menschen interessant. Erzähl doch mal, Hans, wer bist du, was tust du, was machst du, warum bist du der überhaupt, der du heute bist? Vielleicht gibt es ein paar Worte dazu. Ja, das begann eigentlich früh. Ich war schon als Teenager ziemlich stark auf Suche über bestimmte Literatur von Hermann Hesse oder Robert Persick, Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten, bin ich dann zunehmend auf den Buddhismus gekommen. Eine andere Wurzel war das Karate, das ich damals machte, sehr leistungssportmäßig über mehrere Jahre und das mich auch mit dem Zen in Berührung gebracht hat und auch eine Reihe von Gesundheitsproblemen damals behoben hat und so wuchs das Interesse heran. Und nach meinem Abitur bin ich dann auf große Reise gegangen mit einem engen Freund damals, na, er ist immer noch ein Freund bis heute, nach Indien. Und zuerst wollten wir eine Rundreise machen, aber ich habe schnell gemerkt, in Nepal auf Wanderungen, dass ich besonderes Interesse für den Buddhismus habe. Und wir haben uns dann getrennt und auf langen Wanderungen durch Ladakh mit einem anderen kundigen Wanderer, den ich dort kennengelernt habe, bin ich dann sehr stark in Berührung damals mit dem tibetischen Buddhismus gekommen. Ja, und das Interesse wurde immer stärker. Ich war auch ein paar Monate in einem tibetisch-buddhistischen Kloster damals, das ein Anlaufpunkt für westliche Interessierte war, habe Meditationskurse gemacht, kleine Mönche unterrichtet in Englisch, habe mich da einfach länger aufgeholt und sehr wohl gefühlt. Ja, und das wurde dann immer stärker, das Interesse. Und nachher habe ich mich dann schließlich auch entschlossen, das Thema zu studieren. Und wenn man sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen will, dann ist das die Indologie.
Das ist also die Wissenschaft von den Sprachen und Kulturen Indiens, des alten Indiens. Und der Buddhismus ist im alten Indien entstanden. Und deswegen ist es Wissenschaft, die sich damit befasst. Buddhismuskunde ist dann quasi ein Teilbereich der Indologie. Ja, das habe ich 6 Jahre in Hamburg studiert. Ganze Reihe von Dingen auch geschrieben. Ich gelte als ein Experte für die Achtsamkeitspraxis Vipassana. Vipassana ist, man kann sagen, die Quelle des ganzen westlichen Achtsamkeitsbooms. Sie ist ab den 50ern in den Westen gekommen, über bestimmte bekannte Autoren und dann auch über Lehrer, die in der Hippie-Bewegung in Indien waren und dort als Mönche die Meditation gelernt haben. Und das wurde immer größer im Westen und daraus sind auch die verschiedenen, ja, Achtsamkeitsmeditationen und Therapieformen der Achtsamkeit und so weiter entstanden. Also das ist ein Schwerpunkt von mir. Dazu habe ich so ein Kursbuch Vipassana geschrieben und eine ganze Reihe von Artikeln. Aber ich bin auch selber praktisch an dem ganzen Thema interessiert. Also ich praktiziere Meditation und das ist eigentlich so eine Verbindung, die ich da suche. Auch der Begriff Buddhismus ist jetzt nicht unbedingt passend. Das ist ein westlicher wissenschaftlicher Begriff, der ein geschlossenes System suggeriert. Und in Wahrheit haben wir es hier nicht mit einem geschlossenen System zu tun. Also wenn man nach den ältesten Quellen des Buddhismus geht, dann ist das ein offenes System. Das heißt, der Buddha hat sich seinen Zuhörern angepasst. Er wusste genau, was die jeweiligen Zuhörer brauchen, um auf dem Weg des Erwachens voranzukommen. Und so hat er nicht immer das Gleiche gesagt. Es gibt gewisse Widersprüche in diesen alten Quellen. Und man kann sogar unterscheiden nach bestimmten Befreiungstypen. Der Buddha hat sich an bestimmte unterschiedliche Typen gewandt, von denen er wusste, die brauchen mehr das und die brauchen mehr das. Ja, und von daher ist Buddhismus problematisch, weil es suggeriert eigentlich so ein geschlossenes System, was der frühe Buddhismus nicht ist. Also das mal kurz zur Einleitung. Und ja, hast du noch eine Frage dazu, bevor ich mit dem Vortrag beginne? Nein, von meiner Seite aus nicht, aber ich kann ja hier nochmal in der Runde fragen, ob hier jemand schon eine Frage an dich hat, lieber Hans. Wir haben ja heute den Daigaro da, den Jenne und auch den Roman von Crypto TV. Gibt es da schon Also, was? ich würde vielleicht sagen, weil Buddhismus ist vielen, zumindest jetzt nach den alten Quellen, nicht unbedingt vertraut, nach meiner ganzen Erfahrung. Ich kenne eine ganze Reihe von Szenen über die Jahre. Ich weiß, welche Lehren kursieren und so weiter. Deswegen wäre mein Vorschlag, bevor man in ein Gespräch einsteigen, das dann sofort wahrscheinlich sich auch ausdehnt, dass ich erstmal den Vortrag halte. Okay, dann starten wir jetzt auch mit deinem Vortrag. Bin ganz neugierig. Alles klar. Ich mache jetzt hier eine Klammer an die Alt-Taste, damit ich meine Hände frei bewegen kann und dann geht's los. Okay, der folgende Vortrag beinhaltet als Einstieg einen kurzen Überblick zur Lehre und zur Praxis des historischen Buddhas. Zunächst wollte ich mehrere Lehren und mehrere Praxisformen ansprechen. Aber bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass es für eine Sendung zu viel wäre. Außerdem bin ich auch an den Fragen und dem Gespräch danach interessiert. Deshalb geht es im Folgenden vor allem um eine berühmte Grundlehre und eine zentrale Praxisform. Zuerst muss auch jene Grundlehre erklärt werden, um jene zentrale Praxisform wirklich verstehen zu können. Meine Interpretationen gehen von den ältesten vollständig überlieferten Quellen des Weltbuddhismus aus, nämlich den Reden des historischen Buddhas im sogenannten Pali-Kanon. Der Pali-Kanon ist die Grundlage der einzigen frühbuddhistischen Schule, die bis heute existiert, nämlich des Theravadas, übersetzt die Lehre der Ältesten. Sie herrscht heute in Südostasien und auf Sri Lanka vor. Ursprünglich gab es einmal 18 frühbuddhistische Schulen, aber das ist die einzige, die bis heute überlebt hat.
Wenn ich Originalbegriffe erkläre, sind es primär Pali-Begriffe. Pali ist eine alte indische Sprache und eine vereinfachte Form des noch älteren indischen Sanskrit. Der Theravada ist zu unterscheiden vom später entstandenen Mahayana-Buddhismus, der in Zentral- und Ostasien maßgeblich geworden ist. Zum Mahayana-Buddhismus gehören unter anderem der tibetische Buddhismus und der Zen. All diese Formen des Buddhismus sind im alten Indien in den Jahrhunderten nach dem historischen Buddha entstanden. Deshalb ist auch die moderne Buddhismuskunde ein Teilbereich der Wissenschaft der Indologie, die wiederum die Wissenschaft von den Sprachen und Kulturen Indiens ist. Ich bin Indologe, praktiziere aber auch schon lange spirituell. In der Buddhismuskunde hat der Pali-Kanon den höchsten Stellenwert, wenn es um die Kernfrage geht, was der historische Buddha selbst gelehrt hat. Er wirkte im 5. bis 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung im heutigen Südnepal und Nordindien. Die Mahayana-Sutras sind später entstandene Schriften. Sie sind von einzelnen Autorengruppen verfasst worden und sie dienen auch ganz spezifischen Zwecken. Während die Reden des Buddha im Pali-Kanon Überlieferungen sind. Deswegen beginnen sie immer mit "So habe ich gehört", "Einst weilte der Erhabene" und so weiter. Das bedeutet, diese Reden wurden mündlich überliefert, unmittelbar nach dem Parinirvana des Buddha. Sie wurden in mündlicher Form weitergegeben. Und das muss man sich anders vorstellen, als was man damit heute assoziiert. Das waren Erinnerungsspezialisten. Und die 8 Schüler des Buddha rezitierten die Reden, wie sie sie erinnert haben. Und alle anderen aus der Urgemeinde waren anwesend und korrigierten gegebenenfalls. Auf diese Weise wurden die Reden zuerst überliefert und ab einem bestimmten Punkt dann niedergeschrieben. Und das sind diese Reden des Pali-Kanons, also die ältesten vollständig überlieferten Redensammlungen des Buddha. Und deswegen haben sie auch diesen hohen Stellenwert. Aber ich selbst habe noch andere und im alten Indien später entstandene buddhistische Hintergründe. Außerdem befasse ich mich mit der altindischen Energiespiritualität. Die Stichworte hier wären die Energiezentren Chakras, Kundalini und die Energiekanäle Nadis. Deshalb bin ich also kein Vertreter des Theravadas oder irgendeiner anderen Tradition. Bekannt bin ich für Arbeiten und das Grundlagenbuch über die sogenannte Achtsamkeits- bzw. Einsichtspraxis Vipassana, die wichtigste Meditations- und Praxisform jenes Theravadas, der auch früher Buddhismus genannt wird. Und wie vorher schon gesagt, die Vipassana-Bewegung, die sehr vielgestaltig ist und über die ganze Welt verbreitet ist, ist historisch gesehen die Quelle des westlichen Booms der Achtsamkeit und der damit verknüpften modernen Therapien, Coachings und so weiter. Nun also zu jener berühmten Grundlehre, nämlich den 4 edlen Wahrheiten. Und mit einer gewissen Vorwarnung. Dabei geht es ans Eingemachte. Diese 4 Wahrheiten im Original sind keine leichte Kost, aber eine zentrale und eine tief nährende Kost. Bitte vorbehaltlos und da, ich höre jetzt nichts mehr. Ich auch, wollte gerade sagen. Jetzt hören wir dich im Moment nicht. Ich höre dich wieder? Ja, Hans, jetzt bist du wieder da. Was waren die letzten Worte? Das waren die letzten 10 Sekunden. Also, nochmal. Jetzt geht es um die 4 edlen Wahrheiten. Und dabei geht es ans Eingemachte. Diese 4 Wahrheiten im Original sind keine leichte Kost, aber eine zentrale und eine tief nährende Kost. Bitte vorbehaltlos und konzentriert zuhören. Fokus ist nötig. Sie sind ein Appell an eine selbstverantwortliche Befreiungspraxis für geistig Erwachsene, die nicht auf angeblich transzendente Autoritäten oder Götter Bezug nimmt. Ohne die 4 edlen Wahrheiten
ist der Dharma des historischen Buddhas jedenfalls nicht zu verstehen. Außerdem sei einleitend gesagt, ich gehöre nicht zu der Gruppe westlicher Buddhismusinterpreten, ob in der Wissenschaft, den Traditionen oder der New Age-Bewegung, die wenig von den ältesten Quellen ausgehen, aber viel um geschickte Angleichungen bemüht sind. Sanskrit Dharma, was ich gerade vorher erwähnt habe, ist die Bezeichnung des historischen Buddhas für die Praxis bzw. Befreiungslehre, die er selbst vermittelt hat. Dharma bedeutet wörtlich das, was trägt, und wird häufig generell übersetzt mit universelles spirituelles Gesetz. Ajahn Buddhadasa, ein berühmter thailändischer Theravada-Meister der Waldtradition, hat den Dharma treffend auf eine vierfache Weise definiert, nämlich als die direkt erkennbare oder realisierbare Natur der Dinge, die verifizierbaren Gesetze, die sich aus dieser Natur der Dinge ergeben, die spirituelle Praxis im wachsenden Einklang mit diesen Gesetzen und die Früchte des Erwachens, die sich notwendigerweise aus dieser Praxis ergeben. Alle diese vier Bereiche sind das, was wirklich trägt, Dharma, hilft, erweckt oder innerlich befreit. Jetzt also zu den vier edlen Wahrheiten. Das Eingangszitat oben lautete: Bloß eines lehre ich, jetzt wie früher, das Leiden und das Versiegen des Leidens. Es ist eine berühmte Aussage des historischen Buddhas. Sie ist im Titel dieser Ankündigung auch gewesen. Dieses Zitat bringt auf den Punkt, wie der frühe Buddhismus in der Buddhismuskunde zusammengefasst wird, nämlich als der sogenannte Befreiungspragmatismus. Das heißt, als die konsequente Ausrichtung oder Beschränkung auf das Wesentliche, das Erwachen, sowie das Weglassen und das Nicht-Thematisieren alles Unwesentlichen. Denn laut frühbuddhistischer Überzeugung bietet bloß die menschliche Existenz unter den unterschiedlichen Lebensformen innerhalb des Daseins- oder Wiedergeburtskreislaufes Samsara die Chance, den spirituellen Weg des Erwachens und der inneren Befreiung vom Samsara voll zu verwirklichen und sollte dafür unbedingt genutzt werden. Der indologische Begriff Befreiungspragmatismus für die Praxislehre des Buddhas dient auch zur Unterscheidung dieser Lehre von rein begrifflicher Philosophie, allen Glaubensreligionen, jeder Metaphysik und jeder Spekulation. Nun also zu den vier edlen Wahrheiten. Jenes Eingangszitat, bloß eines lehre ich, jetzt wie früher, das Leiden und dessen Versiegen, resümiert die berühmten vier edlen Wahrheiten vom Leiden, den Leidensursachen, dem Leidensende und dem Pfad, um dieses Leidensende zu verwirklichen. Laut der generellen Überlieferung sind die vier edlen Wahrheiten der Inhalt der ersten Rede des historischen Buddhas nach seinem vollen Erwachen gewesen, nämlich der Inhalt der sogenannten Rede von der Ingangsetzung des Dharma-Rades, Dhammacakkappavattana Sutta. Diese vier edlen Wahrheiten bringe ich jetzt im Wortlaut, wobei ich nach jeder Wahrheit eigene Erklärungen hinzufüge, um bestimmte Fachbegriffe zu klären. Die erste edle Wahrheit vom Leiden im Wortlaut und in meiner Übersetzung. Dies ist die edle Wahrheit vom Leiden. Geburt, Altern, Krankheiten und Sterben bedeuten Leiden. Die Gefühle von Traurigkeit, Wehklagen, Schmerz oder Verzweiflung bedeuten Leiden. Das Zusammentreffen mit dem, was einem unlieb ist, heißt Leiden. Nicht erlangen dessen, was einem lieb ist, heißt Leiden. Verlieren dessen, was begehrt wird, heißt Leiden. Zusammengefasst, die fünf Aggregate aller körperlichen und geistigen Phänomene bedeuten Leiden. So, jetzt ist er wieder rausgefallen, Hans. Bist du noch da? So, bin ich wieder da? Ja, du bist wieder da.
Das mit der Klammer ist nicht so ganz ideal. Irgendwie komme ich da manchmal hin. Aber ihr habt das jetzt noch gehört, glaube ich, mit dem Wortlaut der ersten edlen Wahrheit. Ja, das Wortlaut habe ich noch gehört, ne, dass du die Leidensarten gesagt hast. Genau. Also zusammengefasst, das ist jetzt noch in der Wahrheit, die fünf Aggregate aller körperlichen und geistigen Phänomene bedeuten Leiden als Gegenstand des eigenen Ergreifens, also wenn sie Gegenstand des eigenen Ergreifens sind. Das ist das Ende der ersten edlen Wahrheit. Ich erkläre jene Zusammenfassung. Das davor Zitierte versteht sich von selbst. Jene Zusammenfassung sagt nicht aus, das Leben ist Leiden. Aber genau jene Zusammenfassung wird fälschlich allgemein von westlichen Buddhismusinterpreten oder Journalisten genannt. Und sie ist häufig zu hören. Mit jener Zusammenfassung wird vielmehr gesagt, dass alle körperlichen oder geistigen Phänomene, ob im eigenen Körper- und Geistkomplex oder in der Welt, genau in dem Maße zur Quelle des Leidens werden, wie sich das eigene Ergreifen, Upadana, auf sie richtet. Die sogenannten fünf Aggregate oder Khandhas sind die Konstituenten oder die Grundbestandteile der gesamten phänomenalen Welt. Und diese fünf Aggregate umfassen alles Materielle, alle subjektiven Gefühlsreaktionen, alle durch diese subjektiven Gefühlsreaktionen gefärbten, bewussten oder begrifflich bestimmten Wahrnehmungen, also wenn man etwas als etwas wahrnimmt, über die verschiedenen körperlichen und geistigen Sinne, alle dadurch bedingten Willensregungen oder Willensimpulse und schließlich das rein rezeptive oder zugrunde liegende Bewusstsein. Das sind die fünf Aggregate, die in dieser Zusammenfassung der ersten edlen Wahrheit genannt worden sind. Sie umfassen also, noch einmal gesagt, die gesamte phänomenale Welt. Ob im Rahmen des eigenen Körpers und Geistes oder ob in der Außenwelt. Und diese Phänomene sind an und für sich nicht Leiden, aber sie werden dann zur Quelle des Leidens, wenn sich das eigene Ergreifen auf sie richtet. Also sie werden in dem Maße zur Quelle des Leidens, wie die besitzergreifende oder aneignende Identifikation mit ihnen stattfindet. Warum ist das so? Weil all diese Phänomene bedingt entstandene und damit vergängliche, das heißt fortwährend entstehende und wieder vergehende Phänomene sind, die wegen dieser ihrer Natur unseren unbewussten Glückserwartungen nicht entsprechen können. Das heißt, sie können keinen wirklichen oder echten Halt oder Stand bieten. Anders gesagt, sie sind nicht wirklich fixierbar, nicht wirklich habbar oder nicht wirklich seibar, wenn ich mal dieses eigene Wort benutze. Also, das ist ganz wichtig, weil man das ganz häufig hört. Das Leben ist Leiden, steht da nicht. Das Einzige, was gesagt wird, ist, das eigene Ergreifen ist das Leiden, nicht das Leben. In dem Maße, wie das stattfindet, werden die Dinge zur Quelle des Leidens. Die Dinge an sich sind nicht das Leiden. Nun also zur zweiten edlen Wahrheit, von den Ursachen des Leidens. Zuerst im Wortlaut. Dies ist die edle Wahrheit von den Ursachen des Leidens. Der zwanghafte Drang, der dem weiteren Ich-Werden zugrunde liegt. Und der, begleitet von Leidenschaft und Ergötzen, hier oder dort fixierten Gefallen findet. Zusammengefasst, der Durst nach den sinnlichen Genüssen, der Durst, etwas zu werden oder zu sein, und der Durst, etwas zu entwerden oder nicht zu sein. Ende des Wortlautes der zweiten edlen Wahrheit. Die hier genannte Ursache des Leidens lässt sich am besten mit einem Gleichnis verstehen. Das Gleichnis ist ein Baum. Er besteht aus Wurzeln, Stamm und Ästen. Die Wurzeln sind das in der zweiten edlen Wahrheit beinhaltete Nichtsehen. Warum es dort beinhaltet ist, würde hier zu weit führen. Es wäre ein eigener Vortrag. Das Nichtsehen ist jedenfalls das identifikatorische, fortwährend im Außen Halt suchende oder ergreifende Bewusstsein von Ich und Mein, kurz das Ego-Bewusstsein. Der Stamm sind jene drei genannten Arten von grundlegendem Durst nach sinnlichen Genüssen,
nach Sein und nach Nichtsein. Die Äste dieses Stammes sind die sogenannten Kilesas, am besten übersetzt mit Bedrängnissen oder inneren Zwängen. Als Willensregungen sind dies Und schon wieder bist du weg. Was ist das? Jetzt lasse ich meinen Finger drauf. Und als Taten, also als Willensregungen sind es Gier, Hass, Stolz, Eigendünkel, Neid, Geiz und so weiter. Und als Taten sind es Lügen, Stehlen, Töten, sexuelles Fehlverhalten und so weiter. Dieser Pali-Begriff Kilesa oder Sanskrit Klesha ist über die indogermanische Sprachenfamilie eng verwandt, etwa mit dem deutschen Wort Schlick, Schleim oder Schlamm. Es geht hier also um innere Zwänge, die wie der Schlick herunterziehen, wie der Schleim unangenehm wirken oder wie der Schlamm anhaften. Das steckt in dem Wort Kilesa drin. Das sind diese inneren Bedrängnisse von Gier, Hass, Neid, Stolz, Eifersucht und so weiter. Und das sind die Äste, die aus diesem Stamm der drei Durstarten hervorwachsen, die wiederum im Nichtsehen, also dem Ego-Bewusstsein, verwurzelt sind. Jetzt zur dritten edlen Wahrheit vom Versiegen des Leidens im Wortlaut. Dies ist die edle Wahrheit vom Versiegen des Leidens. Das restlose Schwinden und Versiegen, das Aufgeben, das Entäußern, das Seinlassen und das sich Befreien von jenem dreifachen Durst. Und gleich weiter zur vierten edlen Wahrheit vom Pfad des Beendens des Leidens im Wortlaut. Dies ist die edle Wahrheit vom Beenden des Leidens, nämlich der achtfache Pfad von trefflicher Ansicht und trefflichem Entschluss, von trefflicher Rede, trefflicher Handlung und trefflichem Lebenserwerb, sowie von trefflichem Bemühen, trefflicher Achtsamkeit und trefflichem Fokus. Ende des Wortlauts der vierten edlen Wahrheit. Meine Erklärung. Zuerst zum trefflich. Pali Sama oder Sanskrit Samyak bedeutet wörtlich in eins verbunden oder zusammengeführt. Damit wird gesagt, dass jene Ansicht, jener Entschluss des Befreiungspfades so beschaffen sein sollen, dass sie mit der Wahrheit bzw. der Natur der Dinge in wachsendem Maße zusammentreffen. Deswegen trefflich. Im Deutschen ist der einzige Begriff, der dies genau wiedergibt, trefflich. Die weit verbreitete Übersetzung Recht ist nicht korrekt und sogar irreführend. Denn es geht auf dem Pfad nicht um ein absolutes dualistisches Entweder-Oder, beziehungsweise richtig oder falsch, sondern um ein organisches Zusammenwachsen mit der Wahrheit. Auch ist Pali Sama oder Sanskrit Samyak steigerbar, genauso wie Deutsch trefflich, trefflicher am trefflichsten. Recht ist nicht steigerbar. Das ist aber die gängige Übersetzung von Sama, die ist schlichtweg falsch. Zum Pfad selbst. Er wird mit drei Bereichen zusammengefasst, nämlich Ethik, Ruhe und Weisheit. Und das erkläre ich jetzt, wie diese acht Glieder sich auf diese drei Bereiche von Ethik, Ruhe und Weisheit beziehen. Die Glieder 1 und 2 stehen für Weisheit, Panya. Hier geht es also nicht um eine abstrakte Weisheit im westlichen philosophischen Sinne, sondern um das absolut praktische, tiefere Wissen oder Verstehen, dass sowohl die Art der eigenen Ansicht, Überzeugung oder Haltung, als auch die Art des eigenen Entschlusses, der Absicht oder der Motivation grundlegend für die Qualität unseres Verhaltens sind. Denn jeder Handlung geht immer auf der willentlichen Seite eine Absicht oder Motivation und auf der kognitiven Seite eine Ansicht oder Überzeugung voraus. Sie sind gleichsam die inneren Zugpferde des eigenen Verhaltens. Und das Verhalten ist quasi der Wagen, der hinter diesen Zugpferden hergezogen wird. Deshalb sind diese beiden Elemente in der Praxislehre des Buddhas auch die beiden Pfeiler des sogenannten Karmas, meist schlicht übersetzt mit Handlung. Wörtlich bedeutet Karma das, was etwas ausmacht oder was sich auswirkt, einschließlich auf einen selbst zurückwirkt. So bedeutet Karma also im Sinne der Ursachen, der karmischen Ursachen,
in erster Linie die Qualität der eigenen Ansichten und Absichten und sekundär die durch diese Qualität bedingten konkreten Handlungen mit Körper, Sprache und Geist. Aber wichtiger noch als diese Handlungen mit Körper und Sprache und Geist sind eben diese Zugpferde, nämlich die Ansichten und die Absichten. Entsprechend den universellen Gesetzen, wie sie der historische Buddha dargelegt hat, führen eine heilsame Motivation und eine zutreffende Ansicht unmittelbar und auch mittelbar, das heißt zukünftig, zu eigenem Glück. Wobei hier zukünftig nicht notwendigerweise auf dieses Leben beschränkt sein muss. Eine unheilsame Motivation und unzutreffende Ansicht dagegen führen unmittelbar und mittelbar, das heißt zukünftig, du bist wieder weg. Die unmittelbare Auswirkung ist von sehr subtiler Art. Sie bedeutet eine Art, herzgeistiger Verunstaltung, könnte man sagen. Es ist wie so ein Misston, der in das eigene Körper-Geist-System kommt, wenn man unheilsam handelt. So, jetzt weiß ich, aber ich glaube, der Rest ist noch verstanden worden. Irgendwas stimmt mit der Tastatur nicht ganz, das tut mir leid. Die Glieder 3 bis 5, das heißt also treffliche Rede, treffliche Handlung und trefflicher Lebenserwerb, stehen für die Ethik, Sila. Sie sind die konkreten Handlungen, die durch jene beiden Zugpferde der Ansicht und Absicht nach sich gezogen werden. Und die Glieder 6 bis 8, das heißt also treffliches Bemühen, treffliche Achtsamkeit und trefflicher Fokus stehen für die Sammlung, Samadhi. Diese letzten drei Glieder sind für die spirituelle Praxis im Alltag wie auch für die formale Meditation die essentielle Grundlage. Sie sind sozusagen der Motor. Zur Illustration. In der zeitgenössischen amerikanischen Tradition Druckkammer, welche die Praxislehren des historischen Buddhas mit der altindischen Energiespiritualität verbindet, entspricht jenes treffliche Bemühen dem Willen, der einfach das konsequente oder unabgelenkte Durchziehen eines beschlossenen Vorhabens gewährleistet. Die treffliche Achtsamkeit, Sati, sowie der treffliche Fokus entsprechen dort der eigenen Vitalität, das heißt dem generellen Energielevel. Der treffliche Entschluss entspricht dort der Absicht. Das ist quasi eine moderne Interpretation der Praxislehren des Buddhas. In der Praxislehre des historischen Buddhas werden jene treffliche Achtsamkeit oder sehende Bewusstheit, so könnte man Sati auch übersetzen, und jener treffliche Fokus in bestimmten zentralen Lehrreihen, nämlich den sogenannten fünf Mächten und den sieben Flügeln des Erwachens, in einem Atemzug mit der Vitalität und dem Energielevel genannt. Und deswegen ist die Interpretation dieser amerikanischen Tradition Druckkammer korrekt. Die stehen in direkter Verbindung mit dem Energielevel. Der achtfache Pfad des Erwachens oder der Befreiung lässt sich abschließend am besten folgendermaßen zusammenfassen. Es ist der kulturübergreifende Pfad der wachsenden ethischen Motivation, der herzgeistigen Ruhe und der befreienden Einsichten, der auf einer sehenden Achtsamkeit und dem Selbstdenken beruht. Das Selbstdenken bezieht sich auf einen anderen zentralen Lehrstrang in der Praxislehre des Buddhas, nämlich auf das Betonen einer kritischen Prüfung jeder Lehre und auch darauf, dass jene treffliche Ansicht als das Führungsglied des ganzen Pfades gilt, und zwar in Unterscheidung zu weniger trefflichen oder verfehlten Ansichten. Bestimmte Reden, etwa Mittlere Sammlung 117, betonen diese Führungsfunktion der trefflichen oder wahrheitsgemäßen Ansicht ausdrücklich. Weil Ansicht und Absicht, das sind die beiden Pfeiler des Karmas, der willentliche und der kognitive Pfeiler. In der frühbuddhistischen Lehre von den drei Weisheiten bildet die Weisheit durch Nachdenken die Voraussetzung für die zweite Weisheit durch Aufnehmen, indem sie alle Lehren kritisch mit dem Maßstab von Logik und Evidenz prüft.
Die dritte Weisheit durch meditative Verinnerlichung bedeutet schließlich die befreienden, intuitiven Einsichten. Das Selbstdenken wird auch mit jenem anderen Eingangszitat von Sokrates an Phaidros trefflich auf den Punkt gebracht. Das stand am Anfang jenes Buches, das mich damals als erstes auf den Buddhismus aufmerksam gemacht hat, nämlich Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten. Und dieses Zitat ist: Aber was gut ist, Phaidros, und was nicht gut ist, müssen wir denn nach solchen Dingen zuerst andere fragen? In anderen Worten, dieses Wissen liegt in uns selbst, es muss nur freigeschält werden. Und dann ist man auch nicht mehr manipulierbar. Der achtfache Befreiungspfad wird zeitlos, akaliko oder universell gültig genannt. Das heißt, wer auch immer, wann auch immer und wo auch immer eine echte Befreiung oder ein wahres Erwachen bezweckt, muss ihn zunehmend verwirklichen. Dieser universell gültige innere Pfad gilt vollkommen unabhängig von Kultur, Rasse, Nation, Kaste, Stand, Position, Besitz oder Geschlecht. So waren in der Urgemeinde des historischen Buddhas Angehörige aller Kasten versammelt. Und die früheren Kastenschranken waren dort ungültig. Einige der berühmtesten vollkommen erwachten Schüler des Buddhas Wir hören nichts. Der historische Buddha stand auch in besonderen Auseinandersetzungen mit den Brahmanen, das heißt den Priestern, welche die höchste Kaste im hinduistischen System waren und sind. Denn er hat ihre zentralen Lehren verneint, ob deren Verständnis von Karma, Reinkarnation, den Pflichten Dharmas oder auch deren Lehren zur höchsten Realität, nämlich zum wahren Selbst oder Atman, das eins mit der Weltseele oder Brahman sei. Viele Reden des Pali-Kanons belegen diese zum Teil scharfen Auseinandersetzungen. Aber es sind auch viele Brahmanen zur Praxislehre des historischen Buddhas übergetreten. Seine beiden berühmtesten Schüler, der weisheitsmächtige Sariputra und der magiegewaltige Maudgalyana, waren ehemalige Brahmanen. Die Lehre des Buddhas und die damals zeitgenössische Lehre des China, der Begründer des Jainismus, gelten in der Indologie als sogenannte Reformreligionen, eben wegen dieses kritischen Ansatzes. So, und ich würde sagen, es sind jetzt 37 Minuten, dass wir jetzt hier erstmal eine Pause machen, weil der Teil zu einer zentralen frühbuddhistischen Praxis, das wären weitere 20 Minuten. Und ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu viel. Außerdem ist bereits mehr als genug Stoff geboten worden. Wir können das vielleicht später noch machen oder vielleicht mal in einer anderen Sendung. Oder wenn ihr darauf besteht, kann ich es auch jetzt noch machen. Aber das ist genauso eingehend wie dieser erste Teil. Da geht es um eine zentrale frühbuddhistische Praxis, nämlich die Praxis des bewussten Atmens. Aber sagt erstmal, was ihr jetzt denkt, wie wir weiter vorgehen. Ja, ich frage doch mal in der Runde, wer hier am Mikrofon ist und vielleicht was schon was sagen möchte. Da sehe ich schon den Daigoro. Und sag einen guten Abend zu dir. Ja, hallo Klaus. Hallo Hans. Hallo. Das war ein fantastischer Vortrag, Hans. Ja, danke. Und ich kenne den Hans jetzt schon seit, wie lange kennen wir uns? Ich glaube seit einem Jahr. Und ab und zu lese ich auch seine Sachen. Und ich gucke immer, was er auf Facebook so macht, in den verschiedenen Konferenzräumen. Und ich würde mich selbst auch als Buddhisten bezeichnen oder als praktizierenden Buddhisten. Und ich bin immer ganz gerne, wenn ich die Zeit habe und das Geld, in Asien unterwegs. Und dann rede ich so ein bisschen mit den Mönchen und besuche die Tempel. Und die Themen, die der Hans gerade angesprochen hat, das sind genau die Themen, über die dann gesprochen wird. Das sind genau die großen buddhistischen Themen. Was bedeutet Karma? Was ist Dhamma? Das sind genau die, und auch Latin, der Pali-Ausdruck dafür ist Dukkha. Und das sind immer die Themen, über die die großen, spannenden Gespräche stattfinden. So war das eine wunderbare Einführung. Ja, vielen Dank. Und hast du eine spezifische Frage vielleicht?
Es gibt natürlich tausend Fragen, die man stellen könnte. Ich fange mal, frage ich mal, vielleicht fange ich mal an mit dem Thema, wie politisch ist das Ganze? Und das ist ein bisschen ja angeklungen. Wenn man in Indien unterwegs ist und guckt, wie die Leute dort leben mit dem Kastensystem, es ist eigentlich eine ziemliche Katastrophe. Der ganze Hinduismus mit seinen Traditionen und diese Art, Menschen in unterschiedliche Kasten zu stecken. Wenn du in den unteren Kasten bist, bist du eigentlich schon als Verlierer geboten, als Verlierer geboren. Und das finde ich das Spannende am Buddhismus. Eigentlich hat doch Buddha aufgeräumt mit diesem ganzen traditionellen Denken, oder? Ja, das ist schon richtig. Nur, ich meine, der Buddha wirkte im 5. bis 4. Jahrhundert vor Christus. Und dann wurde das eine mächtige Bewegung nach seinem Tod. So mächtig, dass der bis heute als größter Herrscher Indiens geltende Ashoka ja ein buddhistischer Kaiser war. Der war so 100, 200 Jahre nach Buddha. Weiß ich jetzt gar nicht das genaue Datum. Und nach ihm Kanishka. Manche Indologen sagen auch, dass die 1500 Jahre nach dem Buddha im alten Indien, also von 5. Jahrhundert vor Christus bis etwa 1000 nach Christus oder unserer Zeitrechnung, ja, Christus spielte da jetzt keine Rolle, die höchste Stufe von Zivilisation waren, die die Menschheit je erreicht haben. Weil das wirklich vorbildliche Regime waren, diese buddhistischen Kaiser, die aufgebaut haben. Und auch andere Religionen gefördert. Das war jetzt nicht so, dass sie da irgendwie den Buddhismus durchgesetzt haben und so weiter. Und auch breit spirituell praktiziert worden ist. Also die alten Reden des Buddha belegen ja, dass auch Laien in großer Zahl die endgültigen Befreiungsstufen erlangt haben. Das ist ja ein Vorurteil, dass das ein reiner Mönchsweg sei. Ganz im Gegenteil. Das ist auch den Laien, als Befreiungsweg voll zugänglich. Hans? Ja, aber das hörte dann eben auf, ab dem 10., 11. Jahrhundert, primär durch, die muslimischen Einfälle, die in der Zeit stattgefunden haben. Dann wurden ja die großen, da gab es große Klosteruniversitäten, wo zum Teil Tausende von Mönchen studiert haben, Nalanda zum Beispiel. Und die wurden ja dem Erdboden gleich gemacht von den muslimischen Eroberern im 11. Jahrhundert. Gibt es auch Bücher dazu, die haben da wirklich verheerend aufgeräumt, sage ich mal so. Aber die ganzen Schriften, die dort über die Jahrhunderte entstanden sind, die waren vorher ja schon ins Chinesische übersetzt, ins Tibetische und so weiter. Und deswegen sind sie auch weitgehend erhalten geblieben. Aber manche Sanskrit-Originale sind nicht mehr erhalten, die sind zerstört worden. Ja, genau. Ich finde das total wichtig, dass man das in seinem Kopf alles so ein bisschen auseinanderdividiert. Bei vielen Leuten, die sagen, ja, ich finde Indien super und ich liebe Spiritualität und Yoga, da wird das alles so vermischt. Buddha und Shiva und Yoga und Karma. Und den Leuten ist oft gar nicht klar, dass das ganz unterschiedliche Sachen sind und dass es dort auch Konflikte und Auseinandersetzungen gab. Als ich letzten Dezember in Indien war, habe ich so eine Yoga Schülerin kennengelernt und sie meinte, ja, es gibt viel Elend und Armut in Indien, aber so viel Lebensfreude und alle Leute lachen und sehen glücklich aus. Ich sag, hast du den Leuten mal ins Gesicht geguckt? Hast du die Leute wirklich mal angeguckt? Vor allem in den unteren Kasten. Und wenn man mal mit offenem Herzen durch Indien geht, dann sieht man viele Leute, die gar nicht so glücklich aussehen, sondern eigentlich total verbittert sind und unzufrieden mit ihrem Leben, weil sie eben in so eine schlechte Kaste geboren sind. Das ist eines wirklich meiner Meinung nach eines der schlimmsten Probleme dieses riesigen Landes. Und das muss man sich wirklich klar machen, dass der Buddha eben diese sehr früh, damals schon sehr früh, diese Botschaft hatte, jeder Mensch hat dieses Potenzial zum Erwachen und zur Erleuchtung. Jeder Mensch hat diesen Wert. Es gibt keine unterschiedlichen Wertigkeiten zwischen den Menschen. Jeder Mensch verdient es, zur Befreiung zu gelangen und so weiter. Das ist eine Botschaft mit ungeheurer, Sprengkraft. Ja, da hast du vollkommen recht.
Das in einen Topf zu werfen, das geht wirklich nicht, weil das ist ganz eindeutig, dass der Buddha also das Kastensystem klar verneint und abgelehnt hat. Upali, der Führer des gesamten Ordens, das war ein früherer Kastenloser, der galt als vollerwacht. Und weil das eben keine Rolle spielt, Kaste, Nation, Rasse und so weiter, für die Fähigkeit des Menschen, den Befreiungsweg zu verstehen und zu verwirklichen, und der ja da absolut im Vordergrund stand, deswegen spielten natürlich auch Kastenschranken keine Rolle. Aber leider ist dieser ganze Spirit natürlich dann nach dem 11. Jahrhundert untergegangen. Da hat sich der Hinduismus wieder Inwiefern? durchgesetzt, hat sich der Hinduismus wieder durchgesetzt und damit natürlich auch das Kastensystem. Es ist so, dass der Buddhismus durchaus wieder nach Indien kommt. Über diese große Genau. Vipassana-Tradition von Essen Quenka zum Beispiel. Oder es gab eine große Bewegung um den früheren Justizminister unter Nero, Genau. Ambedkar, der also quasi, der selber aus Kastenloser war, aber Justizminister wurde. Und der also allen Kastenniederen und Kastenlosen in Indien den Übertritt zum Buddhismus nahegelegt hat. Und das ist bis heute eine mächtige Bewegung. Ja. Von der Gesamtzahl her, weiß ich nicht, sind das vielleicht 1-2% Buddhisten in Indien heute, während es über Jahrhunderte Genau. ein ganz anderer Fall war, eben im alten Indien. Ne? Aber da hat er dann eben aufgehört und ist in China groß geworden. Im ersten Jahrtausend war der Buddhismus in China eine ganz mächtige Kraft. So mächtig und auch so bedrohlich für die konfuzianischen Herrscher, dass im 9. Jahrhundert zum Beispiel eine groß angelegte Buddhistenverfolgung in China stattgefunden hat. Das wissen auch wenige. Die war viel radikaler als die Kulturrevolution. Ja, also wenn der Buddhismus mal wirklich diese Power entfaltet, den Einzelnen zu ermächtigen und zum Befreiungsweg zu bringen, da wird eine große Bedrohung für Machtgefüge. Ja, wie geht es dem Klaus jetzt? Hallo Klaus, wie geht es dir jetzt? Mir geht's gut, ganz gut. Ja, es ist viel Stoff, oder? Ja, es ist sehr viel Stoff. Man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll, weil das eine große Leere ist. Der Ja, aber. Mark ist bei uns auch und ich glaube, Jenne und Walter Roman auch. Flackert mal ganz kurz mit dem Mikrofon. Ja, Roman auch. Ja, Roman, Mark, euer Mikrofon. Roman? Ja. Ja, echt toll, und wie du das uns mit den edlen Wahrheiten, den vier edlen Wahrheiten erklärt hast. Ich kenne so auch den edlen achtfachen Pfad. Das ist ja so eigentlich so von den ganzen Punkten das Gleiche. Ich möchte vielleicht mal den edlen achtfachen Pfad vorlesen. Der erste wäre die rechte Einsicht, die Anschauung, also was man zur Erkenntnis dann führt. Die zweite wäre die rechte Gesinnung, der rechte Absicht, vom Denken, von Entschluss her zu sehen, ja. Dann die dritte wäre die rechte Rede. Die vierte das rechte Handeln oder die rechte Tat eben. Das spiegelt dann auch wieder das Gebot von den Christen wieder, du sollst nicht töten in dem Sinne, ja. Oder fünftens, der rechte Lebenserwerb, Unterhalt. Wie gesagt, beim vierten Punkt, aber nicht nur auf Töten fokussiert, sondern auch, dass man nachhaltige Häuser zum Beispiel baut. Aber jetzt zurück zum fünften, beim Lebenserwerb, da geht es einfach so um den Unterhalt heute, halt, dass der auch rechtschaffen ist und nachhaltig für die ganze Familie. Der sechste wäre das rechte Streben, das Üben und die Anstrengung. Also, dass man auch immer das Beste dafür gibt. Und die rechte Achtsamkeit wäre der siebte Punkt. Also Achtsamkeit und Bewusstheit kann man das gleichsetzen. Und der letzte, der achte edle Pfad wäre die rechte Sammlung, Konzentration, die Versenkung. Ja. Also, dass man auch immer Gedankenhygiene pflegt, dass man auch Meditationen pflegt. Es gibt auch so viele Richtungen in achten Pfad zum Beachten. Vielleicht könntest du da dann vielleicht mal eingehen, ob das eigentlich im Grunde dasselbe ist, nur ein bisschen anders da aufgedröselt, weil es ja doch im Buddhismus auch viele, viele Abzweigungen gibt.
wo ich erwähnen möchte, dass manche ja auch zum Beispiel den Lamaismus mit Buddhismus verwechseln, möchte ich doch sagen, ja. Weißt du, so in den, ich glaube, 60ern der Buddhismus so nach Europa geschwappt ist, haben, so vermute ich einmal, ich kann es nicht sicher sagen, die Elite versucht, den Buddhismus ein bisschen entgegenzukommen, indem sie den Lamaismus eingeführt haben. Wenn man mal schaut, damals Tibet, das Volk damals, wie die Chinesen das Tibet erobert haben, zu Anfangs haben sie die Völker, die Bauern befreit gefühlt. Weil noch Jay Goldner, der was die tibetischen Lamaisten studiert hat, preisgibt, dass zum Beispiel die tibetischen Mönche, wenn sie nicht genug Reis von den Bauern gekriegt haben, ihnen die Augen ausgestochen haben, die Hände abgehackt haben. Und als die Chinesen dann das Tibet erobert haben, haben sie tibetischen Mönche dann teilweise massakriert, sondern das Volk hat sie dann gerecht. Vielleicht kannst du uns dazu etwas wiedergeben, ob da was Wahres dran ist, weil was ich erfahren habe, der Lamaismus Dämonen und so 1 Million unreine Geister anbetet und anscheinend auch mit Kindern nicht schöne Sachen treiben. Zurück zum Buddhismus. Ich sag oft so, wenn der Buddha nicht erleuchtet worden wäre, würde sich heute, wenn er gestorben wäre, im Grabe umdrehen, wenn er sieht, was so aus dem Buddhismus geworden ist. Da gibt es so eine wunderbare Serie, eine 55-teilige, aus Indien gedreht. Die hat zum Beispiel der Regisseur Dharmesh Shah, S-H-A-H, gedreht. Und der ist echt rührend, von Kind auf an bis zum Erleuchtung sieht man das Leben von Buddha. Das ist ganz die wortwörtliche Filmaufführung aus dem Buche von Buddha. Ich weiß jetzt, fällt mir der Name nicht mehr ein, wie das Buch heißt über den Lebensweg von Buddha. Bin leider sehr unkonzentriert, schon seit ein paar Wochen wegen ein paar Zahnschmerzen. Ja, okay. Hans, vielleicht so eine Frage eben wegen den edlen achtfachen Pfad und deinen edlen 4 Wahrheiten und wie du so auch die Unterschiede zum Lamaismus siehst. Ja, danke. Interessante Punkte. Also, ich habe ja vorher auch den achtfachen Pfad übersetzt und auch begründet, warum Recht keine richtige Übersetzung von Sama ist. Muss trefflich sagen. Es ist schon wichtig, dass man immer mit den Originalbegriffen genau ist. Ich könnte einen eigenen Vortrag dazu machen, wie eine ganze Reihe von zentralen Begriffen des frühen Buddhismus, ich würde fast sagen, gezielt falsch übersetzt werden. Ja. Das, weil man natürlich damit auch dann automatisch indirekt eine andere Bedeutung hineinlegt. Das ist in dem Fall nicht so dramatisch, weil, okay, Recht. Aber es ist kein steigerbarer Begriff. Sama ist steigerbar. Es geht um ein wachsendes Zusammenkommen mit der Wahrheit. Das ist ein organischer Prozess. Und das muss beleuchtet werden, dass das eigene Verhalten, das eigene Denken, der eigene Lebenswert und so weiter zusammenwächst mit der Wahrheit. Ja, und das wird durch Recht, das ist viel zu dualistisch, viel zu absolut, kommt es nicht zum Ausdruck. Deswegen bin ich sozusagen auf dieser Übersetzung trefflich. Das Deutsche hat auch den Vorteil gegenüber dem Englischen, dass es quasi Sama mit trefflich genau wiedergibt. Im Englischen gibt es keine Übersetzung von trefflich. Da muss man andere Begriffe nehmen. Aber das nur am Rande. Das letzte Glied des achtfachen Pfades übersetze ich mit Fokus, weil diese letzten drei Glieder auch zusammengefasst werden mit Sammlung oder Samadhi. Und um das zu unterscheiden, also diese Zusammenfassung von dem letzten Glied, verwende ich dort Fokus oder Konzentration. Und wenn man in die entsprechenden Reden zum Thema Fokus oder Konzentration geht, dann gibt es da zwei unterschiedliche Gruppen. Die eine Gruppe, da geht es nur um die Entwicklung einer reinen Konzentration. Bis in sehr, sehr hohe Versenkungsstufen. Und die andere Gruppe, da geht es um eine Konzentration, die während der Achtsamkeit auf die ständig kommenden und gehenden Phänomene entwickelt wird. Und diese Art von Konzentration, die ist sozusagen dynamisch, die begleitet die Phänomene im Alltag. Und aus dieser Art von Konzentration wächst Einsicht hervor, weil durch dieses Begleiten der Phänomene
versteht man zunehmend ihre Natur und darauf kommt es immer an im Buddhismus. Also Fokus ist nicht gleich Fokus. Da gibt es unterschiedliche Reden und Fokus kann nur der Konzentration dienen. Es kann aber auch diesem Sehen und befreienden Verstehen dienen. Das zum achtfachen Pfad. Und zum tibetischen Buddhismus, ja klar, das habe ich ja am Anfang gesagt. Also das sind später entstandene Formen des Buddhismus. Der tibetische Buddhismus ist auch im 6. 7. Jahrhundert, also rund 1000 Jahre nach dem Buddha, sind die ersten Texte ins Tibetische übersetzt worden. Und da gab es auch erstmal Verfolgungen in Tibet und richtig durchgesetzt hat er sich erst im 11. Jahrhundert. Und in Tibet sind diese altindischen mahayanistischen Grundlagen mit dem Bön verschmolzen. Bön ist der Schamanismus, das war quasi die Urreligion der Tibeter. Und aus dieser Synthese heraus hat sich natürlich auch eine ganz spezielle Form ergeben. Und es gibt durchaus, auch wenn der tibetische Buddhismus im Westen sehr populär ist, gibt es durchaus eine Reihe von tibetisch-buddhistischen Institutionen, die sich von den alten Quellen her nicht begründen lassen. Zum Beispiel eine gezielte Reinkarnation, da gibt es keine Belegstellen in den alten Reden des Buddha. Das ist, sage ich jetzt mal so, tibetisch-buddhistische Erfindung, die natürlich auch eine politische Funktion hat, weil wenn, sage ich jetzt mal so, überwiegend analphabetische Nomaden glauben, das ist jetzt der wiedergeborene Lama, dann haben sie natürlich eine ganz andere Verehrungshaltung ihm gegenüber, als wenn sie das nicht glauben. Ja? Also diese Fähigkeit, dass man die eigene Wiedergeburt bestimmen kann, da gibt es keine Belegstelle dafür in den alten Quellen. Das ist eine politische Institution, sage ich mal so. Auch liegt dem Reinkarnationsgedanke zugrunde, also dass es das gleiche Selbst ist, was wiedergeboren wird. Das ist auch nicht identisch mit dem alten Wiedergeburtsdenken oder der alten Wiedergeburtslehre des Buddha. Aber das wäre jetzt wieder ein eigenes Thema, darauf genau einzugehen. Aber Wiedergeburt und Reinkarnation sind nicht identisch. Und der tibetische Buddhismus lehrt Reinkarnation. Ein und dasselbe Selbst, das sozusagen immer wiedergeboren wird. Der 14. Dalai Lama ist der gleiche wie der erste. Er hat sich 14 Mal. Darf ich dazu? Also, es mag sein, dass der Mensch nicht beweisen kann, dass wir wiedergeboren werden. Da bin ich voll bei dir, aber ich denke, dass der Mensch, wie soll ich sagen, Sie haben es vorhin gesagt. Dass die Energie bleibt. Ah ja, genau. Dass die Energie, genau. Die Energie aber geht. Und das hat man festgestellt. Also es heißt nicht, dass ich jetzt von Wiedergeburt spreche. Jedoch sind wir ja auch Energiekörper, Lichtkörper. Und das entweicht. Wohin? Das ist jetzt die Frage. Nur es kommt ja auch Energie in uns wieder, die Kreisläufe. Ne? Also das möchte ich nur zu diesem kurzen Aspekt einbringen. Nein, ich verneine ja nicht die Wiedergeburt. Ich verneine die Reinkarnation. Und das ist nicht dasselbe. Also Wiedergeburt wird so definiert, also eine berühmte Aussage in Melinda Panna dazu ist, weder der gleiche noch ein anderer. Das ist quasi also eine Kette von Ursachen und Wirkungen auf dem körperlichen und geistigen Ebene. Und die Wirkung hat sich zwar aus der Ursache ergeben, aber sie ist nicht identisch mit der Ursache. Und es ist immer eine Wandlung, die stattfindet, mit jeder neuen Ursache und jeder neuen Wirkung. Und dieser Prozess, der bloß etwas abrupter sozusagen, setzt sich auch nach dem Tod fort. Und die Kräfte, die bestimmen, wo dieses Wesen sozusagen wiedergeboren wird, das sind eben diese karmischen Kräfte, die ich vorher auch kurz erklärt habe, aus frühbuddhistischer Sicht. Aber da geht man nicht davon aus, dass es ein und dasselbe Ich oder Selbst ist, das da wiedergeboren wird. Es steht in einem Zusammenhang mit dem Vorleben, aber es ist nicht identisch damit. Ja, ich finde auch, es wird alles zu pauschal gesehen, ja. Ich würde auch so sagen, weil wie der Klaus richtig gesagt hat, die Energie verschwindet ja nicht. Wenn man stirbt, hat man ja schon Menschen gewogen, werden sie oft bis zu 300 Gramm leichter, manche sagen sogar bis zu 1 Kilo. Aber ich kenne da mehr das mit den 300 Gramm, aber das ist auch 300 Gramm, sind doch bemerkenswert.
nicht nur beim Sterben, auch beim Schlafen wird man leichter, ja. Da heißt, sieht also, irgendwas geht mir kurz weg und kommt wieder. Und irgendetwas beim Tod fehlt dann für immer. Und je nachdem, wie man sich gebildet hat von den vielen Vorleben, denke ich, gibt es zwei Arten dann, nennen wir es einfach mal begrifflich, da muss ich nicht auf die Wörter jetzt reiten, wenn ich sage, Reinkarnation und dann gibt's auch die Inkarnation. In der Reinkarnation ist man dann noch verflochten, weil man noch nicht so ganz freiwillig sich das komplette Leben für sich aussucht, sondern noch anhand seinen Erfahrungswert. Aber ist dann mein Erfahrungswert schon so hoch dann, dass man schon fast eben von so einer Art Erleuchtung spricht, du sprichst aber nicht von der Vollerleuchtung, nur von einer Teilerleuchtung, reicht der Teilerleuchtung schon aus, sich dann zu inkarnieren, sich wie ein Avatar in der Welt dann zu bewegen. Das heißt, ich suche mir dann wirklich komplettes Leben aus, weil ich etwas bezwecken will, eine Aufgabe erfüllen will, ja, für die Gemeinschaft. Und in der Reinkarnation ist man nicht so ganz in der Gemeinschaft, sondern für die Entwicklung für sich selbst verankert. Also der Unterschied, die Reinkarnation, da macht man es nur für sich selbst, in der Inkarnation macht man es dann für die Gemeinschaft, das Leben weiterzuführen, um Gesellschaft, das Leben, das Universum weiter zu formen, zu bilden, um noch mehr daraus zu machen, weil wir Teilsplitter des göttlichen Urquelles sind. Darum ist der Buddhismus, sagt man ja, keine Religion, sondern, wie Buddhismus sagt, sondern eine Anschauung, dass es vielleicht höhere Wesensformen gibt. Okay. Du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Also das ist im Prinzip der Bodhisattva-Gedanke. Den gibt es schon im frühen Buddhismus. Der ist aber später dann, vor allem durch Shantideva im alten Indien, vor allem ausgebaut worden. Also ein Bodhisattva ist ein Wesen, das so hoch entwickelt ist, dass es eigentlich in das vollständige Nirvana übergehen könnte, das aber darauf verzichtet, Gefühl die stärkere Kraft ist und das von daher immer wieder kehrt, um quasi anderen zu helfen, ja, und sie zu befreien. Das Bodhisattva-Ideal, ja. Und in dem Sinne inkarniert da aber auch nicht ein bestimmtes Selbst. Also das ist sozusagen grundlegend für den alten Buddhismus. Es ist ein hochentwickeltes Wesen sozusagen, ja. Aber es gibt keine Ich-Identität, die sozusagen gleichbleibt und durchgeht, ja. Die Persönlichkeit entwickelt sich weiter, so wie ich denke, als Kind, ein komplett anderer Mensch war und jetzt als Erwachsener mich als ein komplett neues Wesen erkenne, oder? Also ich weiß zu berichten, ich wurde in einem Traum transferiert in einen Vogelkörper, durfte ein ganzes Leben Vogelleben leben, habe 3 Nester gebaut, 2 gingen im Regen nieder und wie ich dann am Ast sitze und singe fürs fertige Nest, sagt vor mir etwas Unsichtbares, jetzt kannst du aufhören zu singen. Und ich, warum? Ich schau mal nach unten. Und da lag der tote Vogelkörper. Im Zeitraffer zeigen die mir dann das Nest, wie 3 neue Vögelinnen entstehen. Das war meine Ich-Erfahrung. Wie 3 neue Vögel entstehen. Und dann musste ich vor Weinen, vor Freude. Und dann hat es dann geklatscht hinter mir. Und dann sagt die Stimme, es kann weitergehen, weil ich gesagt habe, fürs Nest lebe ich auch gerne, wenn neue Ichi entstehen. Und dann wache ich früh in meinem Bett auf. Das war gesamtes Leben als Vogel in meiner jetzigen Lebensspanne. Ich kann da noch viel ausschmücken, aber ich habe eigentlich eine Frage. Wo kann ich als Suchender einen Meister finden? Wo kann ich hingehen? Wo gibt es ein Kloster und muss ich dann alles hinter mir lassen? Ja, dann sage ich, dann kannst du zu dir gehen. Das kommt jetzt ganz spontan von mir, aber passt schon. Hans, deine Frage und dann sollten wir an eine Musikpause denken. Ja, bin ich auch dafür. Dann wechsle ich auch hier mal die Tastatur, weil irgendwas stimmt mit der hier nicht. Ich muss immer den Finger völlig draufpressen. Was wollte ich sagen? Verdammt nochmal, jetzt mit der Faden gerissen. Meister, genau. Ja, das ist auch wieder ein großer Unterschied zwischen tibetischem Buddhismus und frühem Buddhismus. Also das Ideal im frühen Buddhismus ist der spirituelle Freund, Kalyanamitta.
Und das Ideal im tibetischen Buddhismus ist Guru-Devotion, die Hingabe an den Guru, den Lama, ja, den Dalai Lama, den Karmapa, was auch immer, den Rinpoche. Also der Meister spielt eine viel größere Rolle als im alten Buddhismus. Auch über die Vorstellung von diesen tantrischen Initiationen wird er davon ausgegangen, dass quasi ein Kanal zu einer erleuchteten Wesenheit hergestellt werden kann über den Meister durch diese Initiation. Und was das ermöglicht, ist sozusagen die Hingabe des Schülers. Das sind alles spätere Lehren. Das findest du nicht im alten Buddhismus. Im alten Buddhismus wird sehr stark die selbstverantwortliche Praxis betont. Also die letzten Worte des Buddha sollen gewesen sein, weil so viele Trauernden um ihn waren. Und hat er nochmal gesagt, ich habe alles gelehrt, was ich zu lehren hatte. Ich habe nichts zurückbehalten, wie in einer geschlossenen Faust. Und seid euch selbst ein führendes Licht. Seid euch selbst eine schützende Insel. Nehmt nichts anderes als führendes Licht und nehmt nichts anderes als schützende Insel. Und jeder, der, und dann werden die vier Grundlagen der Achtsamkeit erklärt, das wäre jetzt ein eigener Vortrag, jeder, der also diese vier Grundlagen der Achtsamkeit verwirklicht, der wird zur Befreiung kommen. Das ist quasi die letzte Botschaft des Buddha gewesen. Seid euch selbst eine schützende Insel, seid euch selbst ein führendes Licht. Und das, was wichtig ist, ist natürlich schon der Sangha, also der Kontakt mit Gleichgesinnten. Und es gibt Menschen mit Reife und Wissensvorsprung, das ist gar keine Frage. Deswegen ja auch die im Vortrag erwähnten drei Weisheiten. Also wichtig ist immer der eigene prüfende Verstand, aber die zweite Weisheit ist die Weisheit durch Aufnehmen. Man muss auch imstande sein zu erkennen, wo ein Mensch einen Reife- und Bewusstheitsvorsprung hat. Und wenn man nach kritischer Prüfung zu dem Schluss kommt, das ist in diesem Fall gegeben, dann kann man auch offen sein für das Aufnehmen entsprechender Lehren. Und in dieser Mischung aus dem eigenen Denken und Prüfen und auch dem Aufnehmen aus wirklich gültigen Quellen kann sich dann die Grundlage ergeben für wirklich tiefgreifende eigene Einsichten. Ja, welcher Lehrer das jetzt für dich ist, das kann ich dir nicht sagen. Ich kenne ihn nicht persönlich. Also ich selber habe nicht einen spezifischen Lehrer. Ich hatte zeitweise Kontakt mit verschiedenen Lehrern, aber ich bin ein zu starker Selbstdenker. Ich habe da Schwierigkeiten, sage ich mal so, mich am Lehrer unterzuordnen. Ich finde auch meistens Punkte, die mich dann doch nicht so überzeugen bei den Lehrern. Momentan bin ich persönlich sehr an dieser Druckkammer-Tradition interessiert. Aber das läuft alles online. Also da bin ich auch drauf und dran, da beizutreten, weil die eben diese Lehre des Buddha mit dieser altindischen Energiespiritualität verbinden. Und nach meinem Eindruck, das sind 46 Podcasts, die da frei zur Verfügung stehen, sind es also wirklich hochwertigste Lehren. Und das ist auch keine Geldmacherei. Also wenn man da in den engeren Mitgliederbereich geht, dann sind es 10 Euro im Monat und du hast endlos Möglichkeiten, da was zu machen. Also da kann man jetzt wirklich nicht von irgendeiner Geldmacherei sprechen. Aber wie gesagt, ich bin auf die relativ neu gestoßen und ich kann da jetzt nichts spezifisch dazu sagen. Das gilt jetzt für mich, weil die eben das verbinden, diese Energiespiritualität mit dem Dharma. Das interessiert mich persönlich sehr. Ist aber alles im Englischen. Meine Frage bezüglich war auch noch einem Kloster. Ich war in Frankreich auf der Suche nach den ewigen Klöstern, habe ein buddhistisches gefunden, durfte mal da Shiva sehen und es hat richtig geknackt, wie ich da meditiert habe mit dem Mönch. Ja, irgendwo in Frankreich, musste aber dann wieder weiter, weil ich passte als Raucher nicht zu den Mönchen dazu. Ich war auch im Stift Heiligenkreuz im Wienerwald 2 Wochen wieder dieses Problem mit dem Rauchen gewesen, gell. Gibt's denn da nicht irgendwas für einen Aussteiger, der mal 2 Wochen irgendwo buddhistisch innercamp kann oder so? Ein spezielles Raucherkloster. Am besten. Ich kann dir da helfen, Walle. Ich war in Dianten im Haus der Stille. Das ist deswegen so genial, finde ich. Der Klaus hat es ja erwähnt.
du selbst bist ja dein bester Lehrmeister. Nur das kann nicht nur dann geschehen, wenn es endlich mal wirklich still ist um dich und du auch still bist, damit du mal wirklich dein wahres Ich auch hören kannst. Und in Dernten in Salzburg, das liegt, ist in den Alpen. Also es ist eine wunderschöne Alpengegend, da bist du weit weg von der Stadt. Da kannst du echt abschalten mit den Alpen. Und wenn du da mal vor die Türe gehst und draußen rauchst, da hat überhaupt keiner irgendwas dagegen. Natürlich sollst du nicht im Kloster drinnen rauchen. Sie sind sehr aufgeschlossen, diese Mönche da. Wie gesagt, da sind alle Kulturen und Religionsformen willkommen, um die Stille zu erfahren. Also im Haus der Stille kann ich dir echt empfehlen, in Dernten, in Salzburg. Weil wenn du schon mal bis nach Wien geschafft hast, dann kann ich da vielleicht die Salzburg empfehlen. Und vom Haus der Stille gehen wir jetzt in die Musikpause. Und ich sage einfach mal Musik ab und bis gleich. Ja, und da sind wir wieder zurück hier heute mit Hans Gruber, die Praxislehre des historischen Buddhas. Ja, kurzer Hinweis für morgen. Morgen ist Nicole Schulin bei uns. Sie haben sich sehr beschäftigt mit ihrem Kind, deswegen ist der Sendetext noch nicht eingetroffen von den beiden. Sie möchte mir das heute Abend noch zukommen lassen. Sie sind heute auch wohl in der Sendung hier dabei. Schön, dass ihr da seid. Und dann geht es am Samstag weiter. Da heißt es, Kinderheim-Erinnerungen sind keine Kindheitserinnerungen. Und macht der Roman Reuter eine Sendung dazu. Und die findet auch ab 20 Uhr statt. Und so, und jetzt rufe ich Michael Gruber und sag mal, hallo Michael. Und Michael Gruber sage ich Hans Gruber. Was rufen Hans? Entschuldigung. Hans, dein Mikrofon. Na, du hast eine ganz gute Intuition. Mein zweiter Name ist Michael. In meinem Pass steht Hans Michael Gruber. Ja, dann hat es irgendwie doch gepasst. Aber entschuldige dafür. Okay, so, wie machen wir weiter von hier? Fragen oder was auch immer? Ja, also ich habe die Frage immer noch in der Pipe, was soll ich googeln, damit ich jetzt ein Kloster finde? Darf ich mein Gott. Ja, Martin. Ich habe mir die Frage auch gestellt, in welches Kloster möchte ich gerne? Mir war immer klar, ich möchte eine Zeit lang in ein buddhistisches Kloster gehen, aber ich wusste nie so genau, in welches. Und die große Frage für mich war lange Zeit, welche Richtung ist meine? Ist es mehr der tibetische Buddhismus, mit dem schönen Himalaya als Kulisse und dem Dalai Lama und den ganzen schönen Legenden, die sich drum ranken? Oder ist es mehr Zen in Japan, was ich auch sehr gerne mag? Oder ist es diese Theravada-Tradition in Thailand, Burma und so weiter? Und das war es dann am Ende, was für mich am besten funktioniert hat und immer noch am besten funktioniert. Und ich habe einfach eine Reihe von thailändischen Klöstern angeschrieben und einige haben geantwortet. Manche haben auch eine westliche Anbindung, das heißt, es gibt so Unterstützernetzwerke hier in Europa. In manchen Klöstern wird auch wunderbar Englisch gesprochen. Manche Klöster sind auch speziell für Leute aus dem Westen. Zum Beispiel Wat Pa Nanachat, das ist ein berühmtes Thai-Kloster, wo viele Leute aus dem Westen kommen. Und das sage ich noch schnell, vor 20 Jahren ist immer noch geraucht worden. Vor 20 Jahren sind die noch abends zusammen gesessen mit ihrem Abt und haben ein paar Zigaretten geschmückt. Aber die Zeiten sind leider vorbei. Inzwischen ist es alles Nichtraucherklöster geworden. Danke dir. Und ja, wie gehen wir weiter? Das ist die gute Frage. Wer möchte denn hier noch was mit einbringen? Dann mal jetzt, sonst gebe ich Hans vielleicht zum Fortführen nochmal. Vielleicht hat er noch was für uns offen, was er uns noch mitteilen möchte. Gibt es denn da Fragen, Anregungen? Ja, ich meine, der Buddhismus im Westen alleine ja schon ist ja enorm vielgestaltig. Und wie gesagt, Buddhismus ist nicht Buddhismus. Tibetischer Buddhismus, selbst innerhalb des tibetischen Buddhismus gibt es ja eine ziemlich unterschiedliche Traditionen. Auch moderne westliche Anpassungen wie die Shambhala-Tradition, ja, die jetzt auch eine gewisse Synthese mit dem frühen Buddhismus machen. Da ist viel von Achtsamkeit die Rede. Dann gibt es die ganze Thich Nhat Hanh-Tradition, das ist ein vietnamesischer Zen-Meister, der auch, ja, er lebt ja jetzt, also er ist sehr, sehr alt, er unterrichtet nicht mehr.
aber gibt viele Lehrer in seiner Richtung. Und die haben alle einen unterschiedlichen Geist, die ziehen auch unterschiedliche Typen an. Die ganze Vipassana-Bewegung, für die ich ja Spezialist bin, die ist sehr vielgestaltig. Ne? Da gibt es mit meinem Kursbuch Vipassana, meinem alten Fischertaschenbuch, das übrigens auch in den nächsten Monaten aktualisiert als E-Book herauskommt. Und dann heißt es Kursbuch Achtsamkeitspraxis. Und da geht es auch primär um diese Vipassana-Methoden, wie man die im Alltag anwenden kann, ohne jetzt unbedingt einen Kurs zu besuchen. Das sollte dann für einen breiten Kreis interessant sein, also die jetzt nicht nur am Buddhismus interessiert sind. Nochmal ganz langsam. Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst. Nochmal. Was nochmal? Wo man hingehen kann, wenn man Suchender ist. Ja, Mai, ich kenne dich ja nicht. Also wie gesagt, ich sage gerade, die Unterschiede innerhalb des Buddhismus, alleine im Westen, lassen wir jetzt mal Asien ganz außen vor. Martin hat vorher über Asien gesprochen, sind enorm. Ja, du hast innerhalb des tibetischen Buddhismus große Unterschiede. Dann hast du die verschiedenen Zen-Traditionen und du hast die Vipassana-Bewegung. Das sind die drei großen Haupttraditionen des Buddhismus im Westen. Also diese sozusagen schlichte Praxis der Achtsamkeit, die wird stark vertreten von dieser Vipassana-Bewegung. Und da gibt es große Methoden, der Arbeit mit dem eigenen Atem und mit dem eigenen Körper, die man generell in Wochen- oder 2-Wochen-Kursen ausführen kann. Aber das ist intensive Praxis, das ist eine starke Praxistradition. Also da geht es wirklich um intensive Meditation auch vielfach. Da könnte ich jetzt natürlich eine Reihe von Tipps geben, aber mein Gott, das ist immer schwierig. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben damals, weil es einen Überblick gibt über die primären Ansätze des Vipassana, die kanonischen Grundlagen und die Hauptvertreter. Und dann in der Hoffnung, dass wenn Leute das lesen und sie sind also interessiert an dem ganzen Thema, dass sie dann für sich selbst entscheiden können, was passt für mich am besten. Weil die ziehen alle unterschiedliche Typen an. Von daher kann man das nicht pauschal beantworten, deine Frage. Also wenn du jetzt speziell am Buddhismus interessiert bist, und ich kenne dich ja auch nicht. Ich meine, ich habe dich hier jetzt ein paar Mal getroffen, deswegen kann ich da nicht groß was sagen. Mit Martin habe ich mich da schon näher darüber unterhalten, weil wir inzwischen ganz gut befreundet sind. Aber da kann ich jetzt wirklich nicht viel sagen. Wenn du wirklich an strikter Praxis interessiert bist und auch mal zum Beispiel einen Einblick haben willst, worum es da geht, dann würde ich dir zum Beispiel das Buch Geistestraining durch Achtsamkeit von Jana Ponika empfehlen. Das ist eine sehr, sehr gute Einführung in diese Achtsamkeitspraxis. Das ist ein Klassiker. Wie gut ist dein Englisch, Marc? Ja, ich habe halt nach meiner Suche in Frankreich nach den Klöstern, nach dem buddhistischen Kloster, nach dem Heiligen Kreuzstift und nach dem Weg des Compostela. Ich bin halt immer noch auf der Suche, ne? Und ich für den einfachen Reisenden, ihr habt doch, das ist halt noch nicht so manifestiert mit dem Buddhismus in Europa, in Bayern. Gibt es überall eine katholische Kirche, da kann man hingehen, sich für wenig Geld einen Pass holen für die Reise nach Compostela, Spanien, ne? Portugal. Und auf dem Weg, da sind ganz viele Klöster und da kann man einchecken umsonst. Mach doch die japanische Pilgerreise, der Weg der 88 Tempel. Ja, das, wenn mal Gesundheit hergibt, ja. Das ist wie Compostela. Das ist wie Compostela, aber in Japan. Wie heißt der? 88 Tempel. Habe ich gemacht. Hashi Yohashi. Das ist wunderbar. Du hast jeden Abend bist du in einem anderen Tempel. Das ist herrlich auf der Insel Shikoku. Dauert allerdings 2 bis 3 Monate. Aber du kannst einzelne Etappen gehen. Du musst nicht alles auf einmal machen. Danke. Das ist fantastisch. Guck mal danach. 88 Tempel in Japan. Du kommst zurück als anderer Mensch. Ja, das wäre schön, ja. Wenn du es möchtest. Also wenn du auch einen christlichen Hintergrund hast, so hörte sich das jetzt für mich an. Da gibt es natürlich ja die ganze Richtung von diesem Pater Inomiya La Salle, ja. Das ist ja ein Jesuitenpriester gewesen, der so eine Zen-Tradition begründet hat, die im Westen viele Vertreter hat. Also gibt es ja auch diesen
Pater Williges Jäger oder Niklas Brandschen in der Schweiz, eine ganze Reihe von Lehrern. Die verbinden das halt mit dem Christentum. Spielt aber auch innerhalb des Zen eine spezielle Rolle, weil das machen andere Zen-Traditionen nicht unbedingt. Oder gibt's hier in meiner ursprünglichen Heimatstadt Ingolstadt in der Nähe gibt's so ein Franziskanerkloster, die auch im Prinzip so eine Verbindung mit buddhistischer Meditation anbieten. Wenn dich das anspricht, also da gibt's auch diese Angebote. Ne? Vipassana ist das nicht. Vipassana ist also wirklich stark verwurzelt im südostasiatischen Buddhismus, also dem Theravada. Und da geht's sehr stark um so eine selbstverantwortliche Meditationspraxis. So, liebe Leute, ich bin jetzt ganz kurz weg, 10 Minuten. Verzeihung. Ja, alles ist gut, Marc. Ja, es ist eine spannende Reise, so sehe ich. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich da so von meinem Weltbild her so sagen kann. Eine gute Lehre auf jeden Fall. Und man kann sich erkennen, das geht auch. Lernen, auch mit Energien umzugehen. Es wird ja fokussiert in vielen Bereichen des Buddhismus auch auf diese Thematik. Ja, also sehe ich so, Hans. Ja, sicher. In jedem Fall. Also diesen zweiten Teil, da wäre ich auch näher darauf eingegangen, weil diese Arbeit mit dem eigenen Atem ist eigentlich eine Arbeit mit bestimmten inneren Energien. Ja. Weil der Atem ist eng verbunden mit der Lebensenergie. Und einer der Begriffe für diese Verbindung ist ja Prana. Prana steht generell für die universelle Lebensenergie. Prana ist aber auch eine dieser vitalen Atmungen. Das ist die Atmung im gesamten Brust-, Herz- und Bauchbereich sozusagen, kurz gesagt. Und je bewusster man atmet, und da gibt's, wie gesagt, große Reden des Buddha allein zu dem Thema. Also berühmteste ist eben dieses Anapanasati Sutta. Die Rede vom bewussten Atmen im ganzen Körper zum Zweck des herausführenden Atmens. Wenn ich das jetzt, weil jedem einzelnen dieser Begriffe steht sehr viel. Deswegen muss man das mit so einem langen Titel übersetzen. Und dazu wollte ich den zweiten Teil halten, aber ich glaube, das wird heute zu viel. Aber diese Atempraxis, die bringt dich eigentlich mit diesen gehemmten, blockierten Energien im eigenen Körper-Geist-System in Berührung und öffnet die. Und je stärker das stattfindet, desto mehr kommt es zu so einer Vereinigung mit dieser universellen Lebensenergie. Und es hat eine sehr, sehr stark befreiende Wirkung. Also klar, das spielt eine ganz zentrale Rolle im frühen Buddhismus. Auch bei diesen hohen Versenkungsstufen, ja, also wenn man die übersetzt, das sind also, dann heißen die wörtlich die Vertiefung oder die Versenkung in die Ebene des unendlichen Raums und die noch höhere in die Ebene des unendlichen Bewusstseins. Und die Ebene des unendlichen Raums ist Akasha, das ist der Begriff, und den kennt man ja durchaus auch, ne? Akasha, das ist der energiegefüllte Raum. Das heißt, es gibt eine Versenkungsstufe, wo das Bewusstsein so klar und fokussiert ist, dass es eins wird mit diesem unendlichen Raum, dem energiegefüllten unendlichen Raum, des Akasha. Das ist eine alte buddhistische Lehre. Das ist eine dieser hohen Vertiefungen oder Versenkungsstufen. Und darüber ist es dann noch die Vertiefung in die Ebene des unendlichen Bewusstseins. Das wäre quasi der intelligente Aspekt dieser universellen Energie, Prana. Ja, also all diese Lehren sind altindisch und die kommen eben auch im frühen Buddhismus vor. Auch wenn der Buddha vorsichtig war mit so speziellen Begriffen, also sowas wie Kundalini, Chakras, Nadis, taucht nicht auf in den alten Reden des Buddhas. Aber das, was diesen Begriffen zugrunde liegt, das ist durchaus Thema in diesen Reden des Buddhas. Man muss sie nur tief verstehen, dann kannst du sofort die Bezüge erkennen. Und ich habe jetzt ein paar Andeutungen gemacht, aber wie gesagt, das wäre auch ein eigenes Thema. Ja, das mal soweit. Ja, Martin. Hans, ich habe mal eine ganz naive Frage. Frage naiv? Und zwar, nehmen wir mal jemand, der den Dhamma so ganz gut verstanden hat, also die buddhistische Lehre ganz gut verstanden hat und sich viele Jahre damit befasst hat.
und der regelmäßig meditiert und so weiter. Worin unterscheidet er sich? Was würdest du sagen? Was ist der Unterschied zu jemand, der das alles nicht macht? Kann man das so ganz generell mal ganz grob sagen? Du stellst ja interessante Fragen, das muss ich schon sagen. Führt er ein anderes Leben als jemand, der es nicht macht? Oder hat er Fähigkeiten, die jemand nicht hat, der es nicht macht? Das hängt ganz vom Typus ab. Ich meine, man kann auch lange meditieren und es kommt nicht viel dabei raus. Das ist ja, ja, kein Selbstläufer, ne? Also genau. Und außerdem muss man sich bei diesem Weg darauf einrichten, dass das eventuell ein Prozess ist, der nicht mit einem Leben beendet ist. Ja. Weil hier geht es um gewisse Zustände, die einem nicht so ohne weiteres zufallen. Und aber das, was mir halt jetzt am frühen Buddhismus gefällt, ist, dass der wirklich sehr, also wenn man sich diese drei Bereiche vor Augen führt, also ethische Motivation, geistige Ruhe und befreiende Einsichten, da hat man schon das Grundprinzip dieses ganzen Pfades verstanden. Und diese drei Bereiche, die entwickeln sich aus dieser Achtsamkeit und dem Selbstdenken heraus. Und das ist eine Herausforderung, der man jeden Tag neu gegenübersteht im Alltag. Ja. Ich meine, der Schlüssel ist natürlich immer diese Achtsamkeit, die sowohl nach innen schaut, wie auch nach außen. Nach innen, indem sie die eigenen Motivationen auch wirklich, sag ich mal so, anschaut, kontempliert und versteht, welche Qualitäten sie zum Ausdruck bringen und dann eben das eine tut und das andere lässt. Genauso wie auch nach außen, dass ich nicht blind reagiere auf irgendwelche Erfahrungen, die ich mache, sondern genau schaue, ja, was kommt dabei raus, wenn ich jetzt so und nicht so agiere. Und so entwickelt sich der Weg langsam. Und ich persönlich halte schon die Arbeit mit diesen inneren Energien für sehr wichtig, weil wir hier im Westen, das war im alten Indien ja ein ganz anderer Schnack, sage ich jetzt mal norddeutsch. Ja. Wir haben hier ja eine ganze Reihe von Traumata auch erlebt. Ich meine, zwei Weltkriege im letzten Jahrhundert und ohne Ende weiter, ja. Also große Manipulationssysteme, die auch politisch am Wirken sind und so weiter. Und wir haben alle auch irgendwo, sage ich mal so, gehemmte Energien im eigenen Körper. Ja. Und deswegen halte ich diese Ebene für sehr wichtig, ja. Der Beitrag des frühen Buddhismus dazu ist eben diese ganze Atembewusstheit zum Beispiel als eine. Gibt auch noch andere Praxisformen natürlich, die das tun. Also, aber da dran zu arbeiten, weil ich glaube, man kann sich auch mit einer Meditation ein Stück weit betäuben und davon ablenken, dass man bestimmte, sage ich mal so, Problematiken in sich und Spannungsfelder in sich noch nicht gelöst hat. Also da ist auch so eine körperliche Ebene sehr, sehr wichtig. Ja. Und im frühen Buddhismus wird das ja zum Beispiel auch betont. Ich meine, eine der berühmtesten Achtsamkeitsreden des Buddha ist die Rede Kayagata Sati, also von der körpergerichteten Achtsamkeit. Die Rede über die körpergerichtete Achtsamkeit. Ja. Also der Körper gilt als Schlüssel, ja. Gibt ja auch diese andere berühmte Aussage des Buddha, wo er gesagt hat, weil ihn da, ich glaube, ein Deva gefragt hat, der war überall auf der Suche nach der Wahrheit, ja. Und wo finde ich sie? Und dann soll er ja gesagt haben, ist eine berühmte Stelle, in diesem klaftergroßen Körper, bestehend aus Fleisch und Blut, liegt die Welt, liegt die Ursache der Welt, liegt das Ende der Welt und liegt der Weg, der zum Ende der Welt führt. Ja. Also wir haben ein Universum in uns, ja? Und das ist natürlich eine Erkenntnis, zu der vor allem diese altindischen spirituellen Systeme wie Buddhismus, Jainismus, auch der Brahmanismus, auch wenn es da große Unterschiede zwischen Brahmanismus und Buddhismus gibt, aber das haben sie im Prinzip alle gemein. In der Religionswissenschaft heißen diese Religionen ja auch die Religion vom universellen Gesetz. Im Unterschied zu den monotheistischen oder abrahamitischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam. Es geht immer um diese universellen Gesetze, die du in deiner eigenen Erfahrungswelt erkennen und verifizieren kannst. Und in dem Maße, wie man das tut, kommt es zur Befreiung. Das spielt erstmal ein Gott, ein Prophet oder ein Sohn Gottes überhaupt gar keine Rolle. Ja.
Ja, es gibt natürlich viele so Vorstellungen bei uns hier im Westen, wie man sein sollte, wenn man wie ein erleuchteter Mensch dann aussehen könnte. Und oft denkt man, ja, der ist ganz abgeklärt. Zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis kursiert so diese Geschichte, ein Flugzeug stürzt ab und alle Insassen sind voller Panik und Angst und schreien und nur einer bleibt ganz ruhig und lächelt und das ist derjenige, der erleuchtet ist. Aber für mich ist das nicht so überzeugend. Ich denke mir, warum soll er nicht schreien? Wenn er erleuchtet ist, warum soll er keine Angst oder Panik haben? Warum soll er nicht schreien? Deswegen, ich finde eine ganz sympathische Geschichte von einem alten Zen-Meister. Er liegt im Sterben und die Schüler kommen und fragen, und wie fühlst du dich und wie geht es dir jetzt? Und der Zen-Meister sagt nur, ich habe eine wahnsinnige Angst vor dem Sterben. Und solche Sachen finde ich irgendwie sympathisch, weil irgendwie viele Leute denken, man ist dann völlig abgeklärt und steht so über den Dingen. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so der Fall sein muss bei einem Fall, falls es das gibt in dem Sinne die Erleuchtung und Erwachen, ob das wirklich so ist, wie man sich das so landläufig so vorstellt. Ja, definitiv, ganz ganz wichtige Punkte. Ich meine, deswegen habe ich das ja vorher auch betont. Man hat ja im Westen also den Vorurteil, ja, und ja, FIFA auch in Asien, ja, der Befreiungsweg, das ist was für München. Nein. Es gibt eine ganze Reihe von Reden, wo also ganz klar belegt ist, dass Laien in ganz großer Zahl auch zur Zeit des Buddha die Befreiungsstufen erlangt haben. Und das die Urgemeinde, die engere, klar, das waren Bhikkhus. Aber das hatte auch damit zu tun, dass es da ja darum ging, eine neue Lehre in einem relativ feindlichen Umfeld, auch wenn das natürlich immer friedlich abgelaufen ist, da ging es ja nicht um Gewalt in dem Sinne. Ja. Das ist eine Debattenkultur gewesen, das alte Indien. Aber trotzdem, es war eine Reformreligion, ja. Und da brauchte es natürlich so einen Korpus von voll gewidmeten Praktizierenden und das waren die Bhikkhus. Ja, aber das heißt nicht, dass dieser Befreiungsweg nur für die Bhikkhus möglich war. Da gibt es wirklich viele Belegstellen, die zeigen, für die Laien. Und es gibt so viele Vorurteile über diesen Buddhismus im Westen, weil man muss ja auch mal eins sehen. Viele der westlichen Interpreten, auch der Übersetzer, sind stark christlich vorgeprägt. Und diese ganze Wahrnehmung fließt mit ein. Und wenn du selber nicht, wie ich als Indologe, die Möglichkeiten hast, das zu überprüfen, dann nimmst du das für bare Münze, ja? Ich meine, ich könnte allein einen Vortrag nur darüber halten, welche Übersetzungen kursieren, die du wirklich nicht belegen kannst. Von den alten Quellen her. Bodhi heißt auch nicht Erleuchtung, es heißt Erwachen. Der Buddha hat keine Erleuchtung gelehrt, er hat Erwachen gelehrt. Erwachen, zunehmendes Erwachen zur Realität, zur Natur der Dinge. Oder wenn du dir zum Beispiel anschaust, ne, da wird es auch sehr, sehr deutlich. Diese erste endgültige Befreiungsstufe des sogenannten Stromeintritts, die quasi die erste Nirvana-Stufe, die heißt deswegen Stromeintritt, weil ab diesem Punkt ist das Nirvana gesichert. Es ist nur eine Frage einer relativ begrenzten Zeit, bis es erreicht ist. Du wirst sozusagen selbsttätig dahin getragen, deswegen Strom. Genau. Deswegen Strom. Und dieser Stromeintritt, ja, dafür ist es noch nicht mal nötig, dass du Begehren und Abneigung überwunden hast. Also, ich sage jetzt mal so, ein Sexmaniac könnte Stromeingetretener sein, ja. Ja, der könnte Stromeingetretener sein. Ich würde mal so sagen, das geht nicht überein mit den Vorstellungen, die meisten im Westen vom Buddhismus haben. Ja. Außer man ist Henry Miller. Außer bei Henry Miller. Ja, das kann schon sein. Aber auf jeden Fall, Martin, du musst aufpassen, dass du nicht immer auf deine Taste drückst, während ich rede, weil ich hör dich dann. Das nur nebenbei. Also dein Beitrag bin ich sehr dankbar. Aber das sei noch gesagt, also diese Hindernisse, die es dafür zu überwinden gilt, die sind nicht von emotionaler Art. Abneigung, Begehren und so weiter kannst du ruhig haben und du kannst trotzdem diese hohen Stufen erlangen. Die Hindernisse, die für den Stromeintritt zu überwinden sind, sind drei. Und ich nenne sie jetzt kurz, ohne sie jetzt groß zu erklären, weil es zu weit führen würde. Wenn sich jemand wirklich interessiert, kann ich es nicht erklären. Aber einmal Manipulierbarkeit. Das heißt, eine innere Unklarheit, die es anderen möglich macht, dich zu manipulieren.
ja, und dich in Zweifel zu stürzen über dieses oder jenes, ja. Zweifelsucht wäre ein anderer Begriff dafür. Zweites Hindernis, Fixierung auf äußere Form. Deswegen habe ich das am Ende des Vortrags auch betont. Die Vorstellung, dass jemand mehr wert ist, weil er einer bestimmten Rasse, Nation, Klasse angehört, weil er einen bestimmten Wohlstand hat, weil er einen bestimmten Beruf hat, weil er. Das ist alles geboren aus dieser Unkenntnis über den spirituellen Weg heraus. Wenn man den wirklich kennen würde und wirklich schätzen würde und wirklich sehen würde und wirklich verwirklichen würde, dann hätte man ein Auge dafür. Und dir wäre es überhaupt nicht mehr wichtig, ja, ob du jetzt, was weiß ich, mit einem Reichen oder nicht Reichen und so weiter zu tun hast. Du hast ein ganz anderes Auge, ja. Das dritte Hindernis, das es zu überwinden gilt, aber das ist ein sehr, sehr komplexer Bereich, deswegen spreche ich den nur kurz an, ist der irrige Glaube, das ist wirklich ein Selbst. Also diese Vorstellung eines, der Fixierbarkeit, ja, dass das wirklich ich bin, ja. Dahinter steckt immer der Glaube, das ist quasi meine permanente Identität, das ist eine verlässliche Identität, das gibt mir eine tiefe Befriedigung. Aber in Wirklichkeit hat man es eben immer nur mit diesen ständig im Fluss befindlichen Phänomenen zu tun, die den unbewussten Glückserwartungen nie vollständig entsprechen können, die in gewisser Weise nicht fixierbar sind, nicht greifbar sind, nicht habbar sind, nicht seibar sind. Und wenn man das versteht, dann hört eben auch dieses ständige innere Greifen auf und es tun sich innere Quellen des Glücks und der Ruhe auf, ja, die einen vollkommen unabhängig machen, in gewisser Weise von einem Aus. Man kann trotzdem weiterhin das Leben und alles genießen, aber du hast nicht mehr diese Fixierung. Du hast nicht mehr diese Identifikation und es bringt eine enorme Freiheit in das Leben. Also das ist mit diesem dritten Hindernis gemeint. Das sind die Hindernisse, die man vollständig überwunden haben muss, um Strom eingetreten zu sein. Ja, das ist wunderbar erklärt. Wunderbar erklärt, Hans. Ja, danke. Irgendeine Nachfrage? Ja, ich hätte gern da vielleicht nur, vielleicht da, weil du wirklich sehr versiert bist, wie ich merke. Es ist ja so, im Buddhismus, manche Esoteriker haben ja oft zu sehr, meiner Meinung nach, so die rosa-rote Brille auf und berufen sich da auch oftmals auf buddhistische Weisheiten wie der kompletten Gewaltlosigkeit. Wobei ich doch glaube, recherchiert zu haben, dass wie Buddha damals lebte, hat es ja Königreiche gegeben und die haben ja Kriege untereinander gehabt. Und da soll ja mal ein König zu ihm gekommen sein und gefragt haben, was er bloß tun soll. Er soll ja niemanden töten, das ist ja eine der größten Sünden in dem Sinne, was es gibt. Wie soll er sein Volk verteidigen? Und dann hat der Buddha gesagt, wenn alle Diskussionen und klärenden Worte fehlschlagen, dann muss man auch mit äußerster Gewalt sein Volk schützen. Ist das so eigentlich wirklich richtig, oder? Ich denke mal doch, dass das eine echte Logik in sich hat. Die Stelle kenne ich jetzt nicht. Man muss auch immer schauen, wo diese Stellen auftauchen, weil, wie gesagt, man muss unterscheiden zwischen den frühbuddhistischen Quellen und den späteren buddhistischen Quellen. Es gibt ein berühmtes Sutta des Buddha zu einem Krieger, der ihn aufgesucht hat, also einem Angehörigen der Kriegerkaste. Und die Vorstellung im brahmanischen System ist ja, dass wenn ein Krieger in Erfüllung seiner Kriegerpflicht, also für seinen Herrscher, zu Tode kommt, dann kommt er in den Himmel, ja. Und das ist natürlich ein völlig anderer Karma-Begriff, als ihn der Buddha vertreten hat. Und dieser Krieger hat ihn aufgesucht und gefragt, ob das denn der Fall sei, ja. Und der Buddha hat dann nicht geantwortet und er hat nochmal gefragt und er hat wieder nicht geantwortet. Und weil er aber so beharrlich war und es unbedingt wissen wollte, hat er nochmal gefragt und dann war die Antwort nein, das wäre nicht der Fall. Weil du keinen Tötungsakt ausführen kannst, ohne hasserfüllt zu sein, also ohne den Willen zu vernichten, kannst du keinen Tötungsakt ausführen. Und von der Absicht her gesehen ist das unheilsam.
dieser Wille zu vernichten. Und die Ansicht, und hat als zweiten Grund noch genannt, die Ansicht, dass ein solcher Akt quasi zu einer himmlischen Belohnung führen würde, wäre an sich eine falsche Ansicht und als solche auch unheilsam. Ja, also es war jetzt eine ziemlich radikale Aussage, sage ich mal so. In dem Sinne spricht da schon viel für eine Gewaltlosigkeit des Buddhismus. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, was auch wenige wissen, also was weiß ich, es gibt zum Beispiel einen berühmten Massenmörder, Angulimala in den alten Quellen, der vom Buddha durch ein Zusammentreffen mit dem Buddha sozusagen auf den Weg gekommen ist und innerhalb kürzester Zeit das volle Erwachen erlangt hat. Trotz dieses negativen Karmas, das er persönlich hatte, weil er so starke Einsichtsfähigkeiten und Kräfte hatte. Also das ist nicht unbedingt nötig, sage ich jetzt mal so, ein hohes Maß an Ethik verwirklicht zu haben. Und jetzt mal abgesehen von den alten Quellen, also der Buddha war kein der hat, also natürlich hat er auch eine Reihe von Königen und so weiter unter seinen Anhängern. Da hat er durchaus sehr pragmatische Aussagen gemacht, ja. Also natürlich gibt es sowas wie ein Recht zur Selbstverteidigung, wenn du angegriffen wirst, ja. Oder jetzt auch, wenn hier, sage ich mal so, groß angelegt, um das mal ein bisschen politisch zu wenden, von ganz bestimmten Kräften, ja, eine Unterminierungspolitik getrieben wird, um unsere nationalen Staatengebilde aufzulösen durch eine, ein bis zwei Millionen Menschen jedes Jahr aus einer anderen Kultur, ja, dann ist man kein Rassist, wenn man sagt, nein, da steckt eben eine bestimmte Agenda dahinter, nämlich, und das lässt sich im Einzelnen belegen, ja, und da muss man natürlich dagegen einschreiten, ja. Und das hat auch nichts mit Gewalt zu tun. Und deswegen kann ich auf einer persönlichen Ebene, trotzdem gilt das alles, was ich gerade gesagt habe. Ja, also schwarz, weiß, gelb, was auch immer. Jeder Mensch hat die Fähigkeit zum Erwachen. Das heißt aber nicht, dass ich völlig naiv, sage ich jetzt mal so, hier die Grenzen öffne und jedes Jahr eine Million aus Nordafrika und Mittleren Osten hier einlade. Weil in ein paar Jahren ist dann hier das Chaos. Und das hat nichts mit Rassismus zu tun, wenn man das sagt. Das ist einfach nur Realismus. Und außerdem jetzt auch mal buddhistisch gesehen, hat es natürlich einen Grund, dass man da geboren ist, wo man geboren ist. Und damit ist auch eine Aufgabe verbunden. Ja, also das ist ja nicht zufällig, sag ich mal so. Und von daher, ja, es dient ja auch nicht diesen Ländern, sag ich mal so, ja, die ja in den meisten Fällen viel größer sind als Deutschland, Österreich oder Schweden. Ja, wenn die sozusagen einen enormen Brain Drain erleben und alle ihre stärkeren Männer und fachkundigen Leute in den Westen abwandern, das dient ja auch diesen Ländern nicht. Also hinter all diesen Dingen steht eine Agenda. Und gegen diese Agenda muss man natürlich auch einschreiten, auch als Buddhist, selbstverständlich. Hans, ich schaue auf die Uhr und ich sehe 21:44 Uhr. Wie wollen wir weiterführen? Sollen wir eine Abschlussrunde machen schon oder möchtest du noch hier heute Abend etwas von deiner Seite aus noch vertiefen? Ja, einen Punkt würde ich noch gern ansprechen. Wir können dann auch noch mal ein Lied vielleicht auflegen. Ich würde sagen, dass weil das auch ein ganz interessanter Text ist, dieses Bück dich hoch von Deichkind. Aber einen Punkt würde ich noch gerne erklären wollen und dann, wenn keine Fragen mehr sind, dann können wir die Abschlussrunde machen. Wenn noch Fragen sind, beantworte ich die auch gerne. Ich bin da ganz offen. Aber einen Punkt würde ich noch gerne ansprechen. Also auch, das habe ich ja kurz im Vortrag erwähnt. Diese Vorstellung, der Buddha hat gelehrt, Leben ist Leiden. Ja? Ich hoffe, ich konnte klar machen, falls nicht, vielleicht die Stellen nochmal anhören, dass das nicht in dieser ersten edlen Wahrheit vom Leiden steckt. Ja, die Aussage ist, in dem Maße, wie ich aus dem Unwissen heraus ergreife, kommt es zum Leiden. Die Dinge an sich sind nicht leidvoll. Und da geht es um diesen alten Begriff Dukkha. Also jeder, der sich mit Buddhismus befasst, hat irgendwann über kurz oder lang, und hier sind unter den Zuhörern sicher auch einige buddhistisch Vorgeprägte, mit diesem Begriff zu tun. Und es ist ganz wichtig, dass man den korrekt versteht. Es gibt keine genaue Übersetzung dafür. Diese alten Pali- und Sanskrit-Begriffe, weil da all diese großen spirituellen Traditionen entstanden sind im alten Indien, die sind unglaublich reich
an einer entsprechenden Begrifflichkeit. Das leisten unsere Sprachen nicht. Wobei die ja sogar noch relativ gut geeignet sind, viele dieser Begriffe zu übersetzen, weil es die indoeuropäische Sprachenfamilie gibt. Es gibt, wie gesagt, diese Verbindungen, die Tibeter zum Beispiel, bevor die Sanskrit-Texte ins Tibetische übersetzt haben, mussten die einen ganzen Katalog von neuen Worten schaffen, um das überhaupt übersetzen zu können. Das wäre im Westen nicht nötig, ja? Das Problem ist hier oft anders gelagert, dass die Leute eben gezielt falsch übersetzen. Aber es gäbe schon die richtigen Begriffe, womit man das richtig übersetzen könnte. Ja? Und die führenden Übersetzungen sind auch im Englischen, muss man leider sagen. Da gibt es nicht allzu viel im Deutschen. Und dieser Begriff Dukkha, der ist aber extrem wichtig. Und den will ich nochmal kurz erklären. Den man nicht genau übersetzen kann. Dukkha wird eben im Rahmen dieser vier edlen Wahrheit verwandt. Damit wird der Zustand des Menschen bezeichnet, solange diese Ursachen des Leidens wirken, ist er im Zustand des Dukkha, des Leidens. Ja? Und die Ursachen des Leidens habe ich da ja auch erklärt. Aber Dukkha wird auch verwandt, um die Phänomene zu bezeichnen. Die Phänomene der Welt. Ja? Also ein Tisch, ein Haus ist auch Dukkha. Und da kann man natürlich nicht mit Leiden übersetzen, ja? Auch von dem her, was ich vorher erklärt habe, die Dinge an sich sind nicht das Problem, sondern das eigene Ergreifen, das sich auf sie richtet, ist das Problem. Dukkha wörtlich, und am besten versteht man das, wenn man den Begriff mal auseinandernimmt. Du ist immer, das ist eine Vorsilbe, die bedeutet, etwas ist gestört oder getrennt, etwas ist schlecht, ja, was danach kommt. Und Ka hat drei Bedeutungen laut den Philologen, ja. Einmal bedeutet es die Öffnung in einer Narbe. Also ein Rad, das dreht sich um eine Narbe. Und die Öffnung in dieser Narbe, das ist Ka. Und wenn man jetzt Du davor setzt, dann ist diese Narbe gestört. Das heißt, das Rad dreht sich nicht frei. Es dreht sich nicht frei. Es ist Sand im Getriebe, sage ich mal so. Das ist eine Bedeutung von Dukkha in Bezug auf die Phänomene. Und die zweite ist, Ka ist ein Kürzel für Akasha, Raum, energiegefüllter Raum. Und hier bedeutet Ka, es ist die Trennung von diesem energiegefüllten Raum. Man ist auf der rein materiellen Ebene sozusagen und nicht im Kontakt mit diesem energiegefüllten Raum. Durch die Fixierung auf die Objekte. Und das ist ein weiterer Aspekt von Du, Ka. Die Trennung von diesem Akasha, dem energiegefüllten Raum. Das steckt alles in diesem Wort auf einmal, deswegen kann man das nicht mit einem adäquaten Begriff übersetzen. Und wenn man es übersetzt, also wenn man die Phänomene, die Dukkha sind, wenn man das übersetzen will, dann muss man sagen, sie sind nicht hinreichend oder sie sind unzulänglich. Das, was ich vorher gesagt habe mit, sie entsprechen nicht unseren unbewussten Glückserwartungen. Wir haben ja immer in uns den Impuls, sozusagen einen festen Stand zu finden, einen festen Halt zu finden in den Dingen. Durch Identifikation, Fixierung, Ergreifen, ja? Und das können die Dinge nicht leisten, und zwar aufgrund ihrer Natur des Dukkha. Das heißt, weil sie eben sich nicht frei drehen, ja? Sie Sie und dann warst du weg. Sie haben nicht diese Natur, dass sie diese unbewussten Glückserwartungen wirklich erfüllen können. Sie sind Dukkha. Und sie sind auch gleichzeitig, das ist der andere Begriff, der kommt, das sind die berühmten drei Daseinsmerkmale, sie sind gleichzeitig auch Anicca. Anicca heißt vergänglich, im Fluss, sie entstehen und vergehen. Weil sie bedingt entstanden sind, sind sie ständig im Entstehen und Vergehen. Und deswegen sind sie Dukkha, deswegen können sie diese unbewussten Glückserwartungen nicht wirklich erfüllen. Sie können natürlich Glück bereiten, aber nur in dem Maße, wie man selbst nicht mit ihnen identifiziert ist. Wenn diese Freiheit in einem selbst ist, kann man voll und ganz genießen. Kein Thema. Die Dinge sind nicht das Problem. Es ist die eigene subjektive Haltung dazu. Und der dritte Begriff dann ist dieses Anatta. Das ist quasi dieses, sozusagen dieses Nicht-Selbst. Das heißt, sie sind nicht fixierbar. Sie sind nicht Harper, sie sind nicht wirklich dieses Selbst, das ich mir einverleiben kann, das ich haben kann, das ich sein kann. Und das gilt es zu verstehen, auch in der Achtsamkeitspraxis. Je mehr ich mit einer unmittelbaren Achtsamkeit die Phänomene begleite, in meinem eigenen Körper und Geist und um mich herum,
indem ich also wirklich tief diese Natur kontempliere, wie alles ständig entsteht und vergeht, wie es nicht wirklich diese unbewussten Erwartungen erfüllen kann, wie es nicht wirklich fixierbar ist, desto mehr kommt es zu dieser Dimension der Freiheit im eigenen Körper-Geist-System. Und dann kannst du das Leben erst wirklich voll genießen, sage ich mal so. Dann kann man auch angstlos sterben und so weiter. Und darum geht es bei dieser Praxis. Also deswegen, das wollte ich noch erklären mit Dukkha, Dukkha bei den Phänomenen. Das heißt nicht leiden. Ja, es ist Ding ist nicht leidvoll. Es ist schlicht und einfach unzureichend, das ist nicht hinlänglich. Es kann diese unbewussten Glückserwartungen nicht erfüllen. Das ist die Bedeutung von Dukkha im Kontext der Phänomene. Und die Bedeutung von Dukkha im Kontext des eigenen Körper-Geist-Systems ist eben diese innere Erfahrung von Leiden, Unbehagen und Angst, weil diese Quellen des Leidens da sind, nämlich das Nichtsehen, diese Form von Durst und diese Kilesas wie Gier, Hass, Neid, Stolz, Eifersucht und so weiter. Dazu vielleicht nochmal diese Aussagen zu den vier edlen Wahrheiten anhören. Also das war jetzt ein bisschen anspruchsvoll, aber hier gibt's mit Sicherheit einige buddhistisch Vorgeprägte unter den Zuhörern. Und das ist zum Beispiel so ein Begriff, der auch immer falsch übersetzt wird. Also du findest haufenweise Leute, die Dukkha, die von den Phänomenen behaupten, sie seien Leiden. Das ist vollkommener Blödsinn. Man kann den Begriff nicht mit einem westlichen Begriff übersetzen. Das habe ich gerade zu erklären versucht. Man muss ihn unterschiedlich übersetzen. Bei den Phänomenen ist es unzureichend und beim Menschen, dem inneren Erleben des Menschen, ist es Leiden oder Angst. Ja, das wollte ich noch kurz dazu sagen. Wenn es da vielleicht noch eine Frage gibt, beantworte ich die gerne. Sonst, fahr du fort, wie du fortfahren möchtest. Hans, hast du überhaupt Kontaktdaten, wenn man dich kontaktieren möchte? Möchtest du da was bekannt geben? Ja, ich habe ja, sollte ja noch, wenn man auf meinen Blog geht und meine Website, also buddha-heute.de, da ist oben in der Mitte auch ein Link, Blog, und wenn man auf den geht, das ist eine separate Seite, da geht es eher so um Diskussionen und so weiter, da findet sich jetzt auch oben, da werde ich auch die Aufnahme dieser Sendung verlinken, ein Text zu dieser Sendung, und darin verlinkt ist auch ein PDF mit ausgewählten Beiträgen von mir, wer sich da noch vertiefen will, da kommt man quasi über dieses PDF direkt in diese Beiträge, da muss man gar nicht groß durch die Website schauen oder den Blog, ganz einfach der erste Beitrag oben auf meinem Blog, da reingehen, dann sieht man schon das PDF, das ist dort verlinkt, mit kommt man direkt dann zu den Beiträgen. Kann man sich runterladen, das PDF auf Sendeseite und so weiter. Und ansonsten, ich meine, ich gebe gelegentlich mal Meditationskurse, aber das ist eher eigentlich selten der Fall, weil ich auch nicht genug Verbindungen habe, ich sage mal so. Ich bräuchte irgendwie günstige Räume. Wenn da irgendjemand einen Tipp hat, sage ich mal so, unter den Zuhörern in Hamburg, gerne. Kann ich auch Abendgruppen leiten. Und ansonsten, dieses Kursbuch Vipassana, das ich mal im Fischer Verlag hatte, zwei Auflagen. Der Fischer Verlag hat diese ganze Reihe dann aufgegeben, deswegen wurde das Buch auch nicht fortgeführt und ich habe eine Reihe von schlechten, das war restlos ausverkauft, aber ich habe eine Reihe von schlechten Erfahrungen mit dem Fischer Verlag gemacht. Ich war dann sehr froh, dass ich die Rechte zurück habe und aufgrund meiner inneren Haltungsänderungen zum Buddhismus hat es auch jetzt eine Zeit gedauert, sage ich mal so, aber jetzt bringe ich das Neue raus als E-Book, wo bald wird das erscheinen, Kursbuch Achtsamkeitspraxis, ja. Und da geht's dann auch um die Methoden für den Alltag und die wichtigsten Quellen davon und so weiter. Und das wird dann auch auf meinem Blog und so weiter angekündigt. Und auf meinem Blog und meiner Website sind auch meine Kontaktdaten, wer mit mir Kontakt haben will oder aufnehmen will. Also meine E-Mail ist yogruber@gmx.de. Aber ich würde jetzt, ja, also wenn es da ganz wichtige Punkte oder Fragen gibt oder sonstige Vorschläge, kann man mich gerne kontaktieren. Und ansonsten, ja, ist eigentlich alles, was ich da gerade dazu sagen kann. Ja, wichtige Daten hast du gerade gesagt und das ist auch gut so. Fragen wir doch nochmal in der Runde, ob es noch was gibt, Offenes, und ansonsten ein paar Abschlussworte, würde ich sagen. Der Thorsten ist hier zum Beispiel im Raum, hat noch gar nichts gesagt, ist im Wartraum reingekommen, vielleicht hat er noch ein paar Abschlussworte oder eine Frage. Thorsten, bist du denn auch an deinem Mikrofon? Ja, und versuch mal offen zu machen. So, und bitte. Habe ich mal aufgemacht. Meine Frage war an den Hans Gruber, ob er in Sanskrit spricht.
das versteht und das übersetzen kann in der Richtung, weil ich bin da dem germanischen Glauben anhängig, kann aber dort viele Parallelen zu dem erkennen, was mein Glauben mir auch bringt. Und Hans, ich wäre dankbar, wenn du mir da auch mal antworten würdest. Ja klar, in der Indologie geht es vor allem um die alten Sprachen. Das habe ich ja studiert. Hauptfach war dann Sanskrit, also buddhistisches Sanskrit und mit Pali auch befasst. Aber sprechen, weißt du, das ist noch komplizierter als Latein. Also manche können vielleicht Sanskrit sprechen. Ich kann, die Übersetzung von meiner Magisterarbeit war ein alter Sanskrit-Kommentar, der wichtigste zu Shantideva. Und der das Bodhisattva-Ideal begründet hat und da der Teil zur Ethikbegründung, den habe ich original aus dem Sanskrit übersetzt damals. Aber ich brauche natürlich auch die Hilfsmittel und so weiter. Also ich kann es korrekt übersetzen, ich kann ja auch die Begriffe auseinandernehmen, so wie ich es gerade bei Dukkha gemacht habe. Aber ich kann es nicht frei sprechen, ja. Weil ich auch nicht aus dem Holz bin, der sich nur in der Wissenschaft bewegen will, habe ich das ja auch nach dem MA dann beendet. Aber das war da zum Abschluss eben diese große Übersetzung, ne, von einem Sanskrit-Text. Da habe ich noch ein Journalismusaufbaustudium gemacht, weil es mir ja auch sehr, ich habe ja eine sehr politische Seite, die jetzt hier auch gar nicht zum Ausdruck gekommen ist. Und schreibe halt auch sehr gerne. Und das war dann auch mein Aufbaustudium. Das hat jetzt direkt mit der Indologie nichts zu tun. Weiß jetzt auch nicht ganz genau, was deine Frage ist, weil warum interessiert dich, ob ich jetzt Sanskrit spreche oder nicht? Ich meine, Verbindungen zum germanischen Glauben gibt es natürlich. Ich meine, in der vorchristlichen Epoche, da gibt es auch Studien dazu, die altgermanischen Kulte waren den altindischen Kulten sehr verwandt. Vor tausenden von Jahren war das ein Volk. Das ist Gegenstand der Indoeuropäistik. Dann sind die einen Völker halt nach Indien und Persien gewandert und die anderen nach Europa. So 5000 vor Christus oder noch früher. Ja, genau deshalb, dass man mal die Parallelitäten dazu darbringen kann. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt auch, weil ich meine, das Christentum ist im 6. Jahrhundert nach Christus dem Abendland aufgezwungen worden, sage ich mal so, wenn du das historisch mal genau nachvollziehst. Karl der Große hat riesige Kriege geführt, den 40-Jährigen gegen die Sachsen. Die wollen sich nicht bekehren lassen. Es hat dann alles geendet mit einem Hinterhalt und einem riesigen Massaker. Und dann ist das Abendland zwangschristianisiert worden, nach und nach. Also, und das sind abrahamitische Religionen, die kommen aus einem ganz anderen Kulturkreis. Es gibt keine Sprachenverwandtschaft zwischen den arabischen und den jüdischen Sprachen und den europäischen. Eine Sprachenverwandtschaft gibt es nur zwischen den europäischen und den indischen und den persischen Sprachen. Und wo es eine Sprachenverwandtschaft gibt, gibt es auch in gewissem Sinne eine Geistesverwandtschaft und auch eine ethnische Verwandtschaft, weil die irgendwann mal aus einem Volk hervorgegangen sind. Und in dem Sinne ist das alles problematisch, wenn man von einem christlichen Abendland spricht. Der Buddhismus ist im Grunde viel europäischer als Judentum, Christentum und Islam aufgrund dieser Verwandtschaft. Das wollen die meisten bloß nicht wahrhaben, aber das ist die Tatsache, das ist die Wahrheit. Und im alten Indien konnten sich diese polytheistischen Kulte organisch weiterentwickeln, weil es da nicht diese Gewaltkultur gab, in die upanishadischen Philosophien, ja, die große Spekulation über die Einheit des eigenen wahren Selbst mit der Weltseele, Atman ist Brahman. Ja, und dann schließlich in den atheistischen Buddhismus. Der frühe Buddhismus ist atheistisch, da darf man sich überhaupt gar keine Illusion hingeben. Könnte ich jetzt einen eigenen Vortrag dazu halten, warum? Ja, da gibt's keine Vereinbarkeit mit den abrahamitischen Religionen, das ist alles Humbug. Ja, und den muss man einfach ins Auge sehen, wie es ist. Der Buddha hatte zwei große Dachkategorien für verfehlte Ansichten. Die eine ist Eternalismus und die andere ist Nihilismus. Und alle abrahamitischen Monotheismen sind extreme Formen von Eternalismus. Ewiger Gott, ewiges Leben, ewige Seele, ewige sonst was. In Majjhima Nikaya 22 geht es um die Vorstellung von einer ewigen Weiterexistenz des Selbst nach dem Tode. Der einzige Kommentar des Buddha nach einer Analyse dazu war, eine vollkommen närrische Lehre. Ich glaube, Thorsten wollte noch was das sagen. War das richtig, Thorsten? Der Hans spricht mir da von der Zunge aus der See, wie auch immer. Und es wird auch viel verkannt, dass die Finnen beispielsweise sich mit den Roma bestens unterhalten können und viele Moldawier fließend Französisch verstehen. Also es macht schon Sinn,
Rainer sagt. Und da, ich finde es schön, dass er das mal so detailliert im linguistischen Sachen wiedergegeben hat. Hans, das ist eine Bereicherung. Und da sollte man auch vielleicht mal, wenn du das magst, vielleicht auch vielleicht im Nachtalk noch mal ein bisschen ausführen von der Sprachverwandtschaft her. Und dann kommt noch mal meine Frage, zum Anfang, sprichst du Sanskrit? Gut, du hast es dargelegt, aber ich fand es gut, wie du das gemacht hast. Und das ist eine interessante Sache. Und die mal kurz und da mit deinem Dauerfeuer von Informationen wiederzugeben, ist für mich echt eine Bereicherung. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Ja, vielen Dank für das Feedback. Ich hatte natürlich das Bedenken, wenn ich jetzt hier Originalbegriffe auseinandernehme, wie ich es ja in ein paar Fällen gemacht habe, dass nicht zu viel wird. Aber nur so kann man ja die eigentliche Bedeutung verstehen und warum ich dann eben auch für bestimmte Übersetzungen eintrete und nicht für anderen. Übersetzung ist total wichtig, ja. Weil du hast ja keinen echten Zugang, wenn du das nicht korrekt übersetzt. Ja, man kann mit Übersetzungen ganz viel verzerren, sage ich mal so, ja. Aber mein Gott, schwierig, ne? Find mir einen Millionär, der mich finanziert, dann kann ich gern diverse Texte auch übersetzen. Das sind alles riesige Arbeiten. Ja, und jemand wie ich, der ziemlich querdenkt, sage ich mal so, der hat es dann nicht unbedingt immer leicht mit den Finanzierungsquellen, ja. Also das ist dann nicht so einfach, ja. Aber das waren eigentlich alles Arbeiten, die gemacht werden. Es gibt nach wie vor im Deutschen, es gibt keine verlässlichen Übersetzungen dieser Reden des Buddha. Es gibt nur die alten Übersetzungen, die viele deutsche Buddhisten, speziell die mit einem christlichen Hintergrund, großartig finden, weil Karl Eugen Neumann am Anfang des 20. Jahrhunderts, der hat die alten Reden des Buddha, das waren Privatgelehrter, die auch ein Vermögen hatte, konnte er es übersetzen, aber schon zu seiner Zeit von den knallharten Philologen gar nicht ernst genommen worden. Der hat eine Mischung fabriziert aus Christentum, Buddhismus und schopenhauerischer Philosophie und hat das erklärt zur Übersetzung der Reden des Buddha. Also die kannst du nicht verwenden. Die verwenden aber viele deutsche Buddhisten, die ja gar nicht die Sprachen können und das auch gar nicht vergleichen können. Und weil sie es oft auch gar nicht vergleichen wollen, meinen das ganz recht ist, wenn sie ans Christentum erinnert werden. Wenn du heute verlässliche Übersetzungen willst, musst du Englisch können. Geht für keinen Weg dran vorbei. Ja, ich sehe schon, der Roman möchte was sagen. Thorsten, ich habe gehört, auf jeden Fall, du hast dich wohlgefühlt. Das ist schon mal schön. Und wir wollen jetzt eine Abschlussrunde machen und einen Nachtalk. Wurde auch schon angefragt, Hans. Ich glaube, die Zeit hoffentlich hast du noch oder geht's bei dir gar nicht? Nein, nein, wir können gerne weitermachen. Ja, dann würde ich doch sagen, Roman, noch Sekundchen. Marc Wahle, kurze Abschlussworte und vielleicht noch dein Feedback. Ist er nicht da? Gut, dann gehen wir direkt zum Roman. Ja, ich würde einfach, weil es wirklich schwierig ist, etwas echt Handgreifliches über das Leben von Buddha in Deutsch zu finden. Gibt's wirklich einen, ich habe es schon erwähnt, ich kann euch echt nur ans Herz legen, diese 55-teilige Spielfilmserie. Da geht's echt von Geburt bis zum Ende Buddhas. Der Handel soll wirklich sich anlehnen an den ganz alten Schriften, sich halten. Er hat wirklich sehr positive Kritiken dadurch bekommen. Ist eben von 2013 bis 2014 gemacht worden. Ihr findet es ganz sicher im Internet, wenn es noch googelt. Einfach vom Produzent B.K. Modi und der Regisseur ist der Dharmesh Shah. Es ist eher in Artikel, bei Kommentare habe ich es eher verknüpft. Ich habe den Film gesehen, also ich bin echt mehr als begeistert gewesen von dieser Erzählung von Lebensgeschichte Buddhas, einmal da echt alles und sehr gut erfahrt. Ja, und nochmal, ist eine Abschlussrunde, gell? Ich möchte mich echt bedanken, dass du das so fundiert uns wiedergegeben hast, Hans. Ich bin echt begeistert von deinem Grundwissen über den Buddhismus. Da gibt's nichts zu meckern. Habe auch vieles Neues für mich rausgehört. Entschuldigt meine Kratzstimme. Ich finde es toll, wie du gesagt hast, dass das Wort vortrefflich eigentlich schöner klingt, als wie das rechte Handeln oder das rechte Denken, das auf Augenmerk auf vortrefflich. Das habe ich mir jetzt abgespeichert. Und auch beim Dai Goro möchte ich mich bedanken für diesen Tipp mit den 88 Tempeln in Japan. Danke für die tolle Sendung.
Ja, danke, Roman. Hans, das waren schöne Blumen. Also wirklich toll. Jenne. Ja, Hans. Nein, vielen Dank für die schönen Worte. Freut mich, hatte ein bisschen Bedenken, ob es nicht vielleicht manche überfordert, aber ich sehe halt auch keine Alternative. Man muss die vier edlen Wahrheiten einfach darstellen, wie sie sind. Das ist die Grundlage, ohne die kann man den frühen Buddhismus nicht verstehen. Und das ist nicht leichte Kost, sage ich mal so, aber da gibt es halt keinen Weg drumherum. Und ich hoffe, ich habe mein Bestes getan, die so darzustellen. Übrigens trefflich oder treffend. Ist noch besser als vortrefflich. Sind ein bisschen alte deutsche Worte, aber man kann sie durchaus verwenden. Oder treffend geht auch, trefflich. Das würde ich empfehlen. Aber bei Lich steckt das Ich drinnen. Nein, das steckt da nicht drin. Die Endung Lich hat jetzt erstmal mit Ich gar nichts zu tun. Die findest du in vielen Adjektiven Lich. Da ist kein Ich drin. Es ist nur eine zufällige Übereinstimmung mit dem Wort Ich. Ja, ich finde es einfach ein bisschen schön. Also ich bin oft wieder wie der Joe Kreisel. Das hergehende Licht, das Licht, das ich, so ein Mind-Programming, kann in solche Gedanken oft auch nicht schon. Nein, weißt du, das ist jetzt vom Mann nicht böse gemeint, aber die deutsche Sprache ist sehr präzise. Zitronenfalter falten keine Zitronen, Sonnenschirme schützen nicht vor Sonne und Rettungsschirme nicht vor Rettung. Also da ist schon, wir müssen bloß, nein, Spaß jetzt. Aber wir müssen die Sprache schon mal, die uns gegeben ist, anwenden und bis 1921, 22, das genaue Jahr weiß ich jetzt nicht, aber da wurden Doktorarbeiten in Deutsch verfasst und es hat einen Grund gehabt. Und da hat der Hans recht. Und ich denke mal, auch der Klaus wird da mit mir mitgehen. Ja, da bin ich ja ganz eurer Meinung. Ja, gehen wir direkt weiter. Jenne, wir haben dich heute noch nicht gehört. Bist du denn da? Dann flacker mal mit dem Mikrofon. Das tut er nicht, ist er nicht da. Ja, und dann haben wir unseren Daigoro. Das ist der Martin. Daigoro. Entschuldige. Das war super von dem Hans heute. Das hat mir sehr gut gefallen. Und das war eine wunderbare Einführung. Das sind genau die Grundlagen und das sind genau die Themen, um die es sich immer dreht im Buddhismus. Karma, Dharma, Dukkha und so weiter. Und ich glaube, das sind auch Themen, mit denen man sich immer wieder ein ganzes Leben lang beschäftigt. So war das heute eine wunderbare Einführung. Und eigentlich bekommt man Lust, sofort die Koffer wieder mal zu packen oder den Rucksack und in eines dieser buddhistischen Länder zu fahren und eine kleine Pilgerreise zu machen oder ein bisschen einen Aufenthalt für ein paar Wochen in einem Kloster und die schönen Tempel abklappern und die anderen Buddhisten zu treffen und die Mönche zu treffen und sich über diese Themen zu verständigen. Und eigentlich bräuchte man wieder mal eine Sendung mit dem Hans, vielleicht diesmal zum Thema dann Meditationspraxis. Das wäre schön, das würde ich mir wünschen. Ja, das ist doch ein schöner Wunsch, den kann dir der Hans dann auch gerne erfüllen. Hans, herzlich willkommen, du weißt, ne? Ja, ich lobe dich natürlich auch, Hans. Das war ein schöner Abend, ein Abend, der hier viel rübergesprudelt hat. Ja, für den einen oder anderen mag das vielleicht eine schwere Kost sein. Ja, für mich war das schon auch eine gute Kost, eine sehr gute. Habe auch viel mitnehmen können, so wie Roman auch gesagt hat. Schließe ich mich da auch an. Ja, danke dir, sage ich. Jetzt haben wir 6 Musikstücke heute Abend bekommen. Und ich glaube, jetzt machen wir mit dem zweiten Lied heute Abend mal Schluss, oder? Hans, dein letztes Abschlusswort. Danke dir. Ja, ich wollte mich auch ganz herzlich bedanken und noch mal kurz ein bisschen einschränken zu dem, was ich vorher gesagt habe. Also ich meine, deutsche Indologie zum Beispiel ist weltführend. Das ist jetzt nicht so, dass die Deutschen da so im Hintertreffen sind. Und es gibt auch gute, also es gibt Jnana Tilokha und Jnana Ponika.
Die haben eine der wichtigsten Mönchsschulen auf Sri Lanka begründet. Jnana Punika, und das waren Deutsche, hat auch diesen Bestseller geschrieben. Also im Englischen The Heart of Buddhist Meditation, im Deutschen ein bisschen clumsy übersetzt mit Geistestraining durch Achtsamkeit, aber das war ein Deutscher. Und die Werke von den beiden, das sind verlässliche Übersetzungen. Ne? Gibt es viel von denen, der Verlag Bayerleinstein Schulte oder so. Die Website Pali Canon kommen würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil das meistens die Übersetzungen von Karl Eugen Neumann sind, und zu denen habe ich mich gerade schon geäußert. Wer genug Englisch kann, dem würde ich ans Herz legen Access to Insight oder Access to Insight, das schlichte Website, die ist aber riesig, da hast du eigentlich fast den ganzen Pali-Kanon in relativ guten Übersetzungen frei zugänglich. Also Access to Insight, Zugang zur Einsicht, wenn man es direkt übersetzt. Und ansonsten steht auch viel auf meiner Website und meinem Blog, wo ich diverses verlinke, was gibt auch tolle, zum Beispiel gibt es die Website Audiodharma, da hast du eine ganze Reihe von diesen Vipassana-Lehrern auch und viele auch mit geleiteten Meditationen und so weiter. Die kann man sich mal zu Gemüte führen, die gibt es auch als App, Audiodharma. Ja, ist halt leider Englisch, das, aber auch im Deutschen gibt es viel Gutes, und Jnana Tilokan, Jnana Ponika, im wissenschaftlichen Bereich einige arbeiten. Einfach mal auf meiner Website und Blog umschauen. Gut, dann wollte ich mich herzlich bedanken. Und wenn es eine Fortsetzung gibt, dann gerne wirklich zur Praxis. Das wollte ich ja eigentlich heute auch in dem Vortrag noch machen, aber das wäre zu viel geworden. Das habe ich dann einfach deutlich gespürt, weil das wäre eine weitere nicht leichte Kost. Aber vielleicht interessanter, jetzt wo man die vier edlen Wahrheiten kennt, weil diese Praxis ist natürlich das, was auch vor allem interessiert, sage ich mal so. Ne? Und dazu bin ich Experte, weil dazu habe ich das Buch geschrieben und so weiter und auch viele Texte. Aber vielen Dank für die anregenden Gespräche und den schönen Abend, und ja, vielleicht dann auch noch ein bisschen im Nachtalk. Bis dann.